schalten, damit wir keine Störgeräusche haben. Ja, wir freuen uns über das rege Interesse an dieser Veranstaltung. Ich weiß nicht, wo die Teilnehmerzahl momentan steht. Angemeldet waren um die 250 Personen. Das zeigt uns, wie hoch das Interesse an dieser Thematik ist. Wir alle wissen, der Verbrauch fossiler Energieträger muss aus Gründen des Klimaschutzes reduziert und irgendwann auch gestoppt werden. Außerdem ist Strom schon seit längerem viel zu teuer für unseren Standort. Gas ist krisenbedingt zu knapp. Wenn wir aber die Chemieanlagen entsprechend umbauen wollen, steht uns eine Festung von Aktenordnern gegenüber. Rechtskonformes Handeln, Rechts- und Planungssicherheit im Genehmigungsrecht mit schnellen und rechtssicheren Verfahren sind deshalb das Thema oder eines der Top-Themen für Deutschlands drittgrößten Industriezweig, die chemische und pharmazeutische Industrie. Oder um es in den Worten unseres Präsidenten zu sagen, wenn das nicht klappt, wenn wir das nicht hinbekommen, werden wir uns vom Industriestandort zum Industriemuseum wandeln. Noch sind wir aber zuversichtlich, dass wir die Probleme lösen können, weil sie erkannt worden sind. Die chemisch-pharmazeutische Industrie steht derzeit vor großen Herausforderungen. Um bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden, müssen wir in einem atemberaubenden Tempo ganze Industrielandschaften von Grund aus modernisieren und neu aufbauen. Gleichzeitig müssen die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges und bestehende Lieferengpässe verkraftet werden. Und nicht zu vergessen, aus Brüssel kommen nach wie vor laufend neue Gesetzesinitiativen und Anforderungen im Rahmen des Green Deal. Exemplarisch zu nennen sind hier die Chemikalienstrategie, die Novelle der Industrieemissionsrichtlinie oder die Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Regelungen zum Lieferketten-Thema. Nicht nur global tätige Unternehmen, auch und gerade der Chemiemittelstand sind extrem gefordert, vielleicht auch schon teilweise überfordert. Und wenn wir die Klimaneutralität in Zukunft erreichen wollen, dann müssen schon heute Anlagen viel schneller genehmigt werden, sowohl Anlagenänderungen als auch neu zu errichtende Anlagen. Bereits Anfang des Jahres hat der VCI einen 9-Punkte-Plan vorgestellt, wie Genehmigungsverfahren in Deutschland beschleunigt werden können. Hier unsere Vorschläge. Erstens, Digitalisierung in den Behörden vorantreiben, um die Prozesse zu beschleunigen. Zweitens, Personal in Behörden aufstocken und besser qualifizieren, um die Bearbeitung der Genehmigungsverfahren vernünftig zu gestalten. Drittens, die Bauleitplanung stärken. Viertens, Verbandsklagerecht straffen und auf das Notwendige beschränken. Fünftens, Bürokratie abbauen. Sechstens, Komplexität reduzieren. Siebtens, EU-Recht verschlanken. Und achtens, die Beteiligung der Öffentlichkeit modernisieren. Jetzt bin ich nur auf 8 Punkte gekommen. Ich weiß nicht, wo der 9. Punkt geblieben ist. Der fehlt hier in meiner Liste. Aber der fällt uns sicherlich nachher noch ein, wenn Frau Wolf und Frau Röske im Detail nochmal dieses Thema vorstellen. Der Politik haben wir unsere Vorschläge bereits mehrfach dargelegt. Wir appellieren an die Bundesregierung, beim geplanten Bund-Länder-Pakt, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auch die Industrieprojekte mit einzubeziehen. Also nicht nur Infrastrukturinvestitionen und erneuerbare Energienanlagen, sondern ausdrücklich auch Anlagen in unseren Industriebetrieben, denn die müssen auch modernisiert und umgestellt werden. Damit kann dann die Transformation zügig vorangetrieben und unsere Energieabhängigkeit reduziert werden. Es braucht die Unterstützung der Politik und des Gesetzgebers, um die volle Innovationskraft des heimischen Industriestandortes zu nutzen. Von besonderem Interesse und häufig natürlich auch sehr kontrovers diskutiert ist dabei die Beteiligung der Öffentlichkeit. Einerseits respektieren wir das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Information und Transparenz der betroffenen Öffentlichkeit. Niemand möchte schließlich neben einer stinkenden, gefährlichen und lauten Industrieanlage leben, ohne vorher darüber informiert zu werden und auch Einfluss auf das Genehmigungsverfahren nehmen zu können. Gleichzeitig müssen wir aber verhindern, dass Genehmigungsverfahren zu einer Fundgrube für Industriespionage werden. Wegen der Wichtigkeit dieses Aspekts hat der VCI hierzu ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Frau Wolf und Frau Röske werden das nachher im Rahmen des Programms näher darlegen. Sie können Ihre Fragen und Standpunkte dann auch hierzu aktiv in die Diskussionsrunde einbringen. Ebenso verweisen wir auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, das im Auftrag des VCI erstellt wurde. Danach hat die zügige Realisierung von Projekten, denen eine rasche Genehmigung zugrunde liegt, einen Mehrwert für Umwelt- und Klimaschutz, neben den wirtschaftlichen Vorteilen, die das natürlich auch bietet. Aktuelles Beispiel: die Umstellung eines klassischen Naphtha- oder Erdölcrackers auf Elektroheizung mit grünem Strom
könnte den CO2-Ausstoß dieser Anlage so stark reduzieren, dass der mögliche Einspareffekt größer ist als ein potenzielles Tempolimit auf 130 Stundenkilometer auf Autobahnen in Deutschland und einem Verbot von Inlandsflügen zusammengenommen. Also erhebliches Einsparpotenzial durch die Umstellung einer einzigen, allerdings auch sehr großen Anlage und auch sehr teuren Anlage. Verzögert sich die Umstellung des Projekts aber um ein Jahr, so werden zusätzliche Emissionen in Höhe von rund 4 Millionen Tonnen CO2 verursacht. Das Beispiel zeigt, wie dringend dieses Thema schneller Genehmigungsverfahren für uns ist. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine interessante, informative und lebhafte Veranstaltung und darf jetzt an den Kollegen von EY, Herrn Fabricius, übergeben, der ebenfalls ein Grußwort an Sie sprechen möchte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Romanowski. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Ernst & Young Law GmbH zu unserer heutigen Veranstaltung und bin dankbar, dem VCI dankbar, dass wir diese Veranstaltung heute fachlich unterstützen dürfen. Ich möchte auch ein paar einleitende Worte sprechen. Der Ruf nach schnelleren Genehmigungsprozessen ist ja allgegenwärtig. Jeder Politiker, der was auf sich hält, spricht heute von schnelleren Genehmigungsprozessen. Der Schuldige ist also gefunden. Aber die doch mittlerweile sehr lange andauernden Diskussionen zeigen auch, so ganz so einfach ist es nicht. Es gab ja schon immer den Zielkonflikt zwischen dem legitimen Anspruch der Gesellschaft auf Umweltschutz einerseits und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands auf der anderen Seite. Und gerade die Erfolgsgeschichte der deutschen chemischen Industrie der vergangenen Jahrzehnte zeigt ja eindrucksvoll, dass der beschriebene Zielkonflikt lösbar ist. Und vermutlich haben auch verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen dazu nicht unerheblich beigetragen. Wir dürfen deshalb nicht vergessen bei der Diskussion, der heutige Spagat ergibt sich allein aus dem politischen Willen der Klimaneutralität bis 2045. Nur deshalb steht die chemische Industrie vor der nächsten gewaltigen Aufgabe. Ja, und quasi zur Unzeit kommt durch den russischen Angriffskrieg zu einer deutlichen Verknappung und immensen Verteuerung aller Energieträger. Dessen uneingeschränkte Verfügbarkeit war in dem ohnehin schon sehr ambitionierten Fahrplan hin zur Klimaneutralität aber bereits eingepreist. Ein Kommentar aus der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der vergangenen Woche prophezeit, dass Gas in Europa dauerhaft ungleich viel teurer bleiben werde als in Asien und Amerika. Der Kommentator orakelt düster, die Chemieproduktion in Europa werde aus diesem Grund zu den Verlierern der Zeitenwende rund um die Dekarbonisierung und die kriegsbedingte Energiekrise gehören. Meine Damen und Herren, in einer solchen Situation formulieren sich naturgemäß hohe Erwartungen an die Politik und zu Recht. Die durch die Energiekrise entbrannte Diskussion um die Abschaltreihenfolge im Falle einer physischen Gasmangellage hat der Gesellschaft deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die chemische Industrie ist. Sie ist die Mutter aller Lieferketten. Die Politik muss folgerichtig, gerade auch für die chemische Industrie, alles daran setzen, die Bewältigung der exogenen, nicht beeinflussbaren Herausforderungen unserer Zeit nicht zusätzlich durch endogene, von der Politik beeinflussbare Faktoren unnötig zu erschweren. Daher lohnt eine vertiefte Auseinandersetzung mit den genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen, wie wir sie heute auch vornehmen werden. Dabei bedarf es einer konsequenten Reflexion und einer sorgfältigen Evaluation durch den Gesetzgeber, in welchem Verhältnis Aufwand und Nutzen jeder einzelnen genehmigungsrechtlichen Vorgabe zueinander steht. Der Handlungsbedarf ist bisher leider nur zum Teil erkannt. Herr Dr. Romanowski hat es auch schon bereits angesprochen. Im Bereich der Infrastrukturvorhaben, also insbesondere bei Energieanlagen, hat der Gesetzgeber bereits verfahrensrechtliche Erleichterungen, zum Beispiel für Windenergie, aber auch für Netzausbauvorhaben mit dem Osterpaket verabschiedet. Im Bereich der Industrieanlagen sind die Ansätze aber noch weniger konkret. Unsere heutige Veranstaltung sollte dank auch des großen Teilnehmerkreises aus Industrie und Verwaltung vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändern wird. Und deswegen danke ich dem VCI, dass er uns die Gelegenheit gibt, die Prioritäten der chemischen Industrie heute in der Veranstaltung noch besser zu verstehen. Wir als EY haben einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus der Beratung von komplexen Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für Energieanlagen. Diese bringen wir nicht nur in die öffentliche Diskussion ein, sondern nutzen sie auch, um Lösungen zur effektiven Bewältigung der Genehmigungsverfahren zu entwickeln. Wir setzen dabei vor allem auf Technologie.
Neben der Digitalisierung der Verwaltung und der Schaffung von Personalressourcen in den Verwaltungen, wie es Herr Dr. Romanowski bereits in seinem 8-9-Punkte-Plan angesprochen hat, sehen wir hier auch die Notwendigkeit für ein Outsourcing der Aufgaben aus den Verwaltungen heraus, aber möglicherweise aus der Industrie heraus, um hier vor allem kurzfristig überhaupt mal einen Schritt weiterzukommen. Und wir als EY sehen uns da als Partner beider Seiten. Vielen Dank und viel Freude mit der Veranstaltung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, nun greife ich das Wort. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Herrn Dr. Romanowski, VCI-Geschäftsführer Wissenschaft, Technik und Umwelt, sowie beim Kollegen Christoph Fabricius, Partner Infrastructure, Markets Leader, Tax and Law bei der Rechtsanwaltsgesellschaft Ernst & Young Law GmbH bedanken für die eindrucksvollen Grußworte. Heiße Sie, meine Damen und Herren, natürlich auch sehr herzlich willkommen zur heutigen Dialogveranstaltung Schnellere Genehmigungsprozesse zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Eine Veranstaltung von Ihre Chemie, einer Initiative des Verbandes der Chemischen Industrie, VCI. Schön, dass Sie so zahlreich dabei sind. Möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Moderator der heutigen Veranstaltung. Mein Name ist Simon Meyer. Ich bin der Leiter des Fachbereichs Umweltrecht bei EY Law am Standort Stuttgart und seit jetzt roundabout knapp 15 Jahren im Umweltrecht tätig. Und wenn man sich die aktuellen Entwicklungen vor Augen führt, wir haben ja schon das ein oder andere heute in den beiden Grußworten gehört, ist sicherlich festzuhalten, dass die Gasmangellage, die entsprechenden explodierenden Preise, was Gas, Strompreise angeht, aber auch Preise an den Kraftstoffsäulen sowie natürlich die klima- und umweltbedingten Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte, aber auch natürlich die aktuell geopolitischen Veränderungen. Ukraine-Konflikt ist bereits angesprochen worden, aber durchaus auch der Taiwan-Konflikt, den wir ja sehr genau beobachten derzeit, stellt sich eins heraus. Alle gemeinsam, die ganze Gesellschaft steht vor enormen Herausforderungen. Nicht umhin hat ja auch Frau von der Leyen am 11.12.2019 ausgegeben, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent bis 2050 werden soll. Deutschland will da sogar noch schneller sein, will das Ganze bis 2045 erreichen. Und damit verbunden sind natürlich massive Investitionen in diese verschiedensten Transformationsprozesse. Und diese entsprechenden Vorhaben bedürfen natürlich entsprechender Genehmigungsverfahren. Und hier stellen sich natürlich aktuell viele Fragestellungen. Wo liegen die Probleme? Wie kann man entsprechende Beschleunigungselemente implementieren? An welchen Stellschrauben können wir etwas ändern? In welcher Form können wir das in den nächsten Monaten und Jahren zeitnah umsetzen? Und das ist Gegenstand unserer heutigen Veranstaltung. Und da freuen wir uns auf einen regen Austausch mit Ihnen. Kurz zum Ablauf und zu einzelnen technischen Hinweisen noch ein, zwei Ausführungen meinerseits. Vom Ablauf her wird es jetzt dann anschließend zu zwei entsprechenden Impulsvorträgen kommen, die sich mit der aktuellen Thematik schnellere Genehmigungsprozesse, Genehmigungsverfahren zwischen Wunsch und Wirklichkeit befassen werden. Hier haben Sie die Möglichkeit, bei Verständnisfragen diese im Chat zu adressieren. Wir bitten an dieser Stelle nochmal während der Veranstaltung Mikrofon und Kamera ihrerseits auszuschalten, damit die Redner und nachher anschließend Diskussionsteilnehmer entsprechend auch gut gesehen werden können. Bei der anschließenden Diskussion haben Sie dann wiederum die Möglichkeit, sich aktiv, und da bitten wir auch drum, in die Diskussion einzubringen, da entsprechend dann Ihre Kamera einzuschalten, Ihr Mikrofon einzuschalten, mit entsprechender Handhebung zu signalisieren, dass Sie einen Beitrag haben. Und dann würden wir gerne mit Ihnen in die rege Diskussion einsteigen. Und nun komme ich sozusagen zum nächsten Punkt der heutigen Tagesordnung, zu den beiden Impulsvorträgen. Ich freue mich auf der einen Seite, meinen Kollegen Dr. Christoph Anger vorstellen zu dürfen, der Director ist bei EY Law.
am Standort Köln im Fachbereich öffentliches Recht, öffentliches Wirtschaftsrecht sowie Umweltrecht, der uns zum Thema Stellschrauben von Genehmigungsverfahren berichten wird und ausführen wird. Und im Anschluss daran erfolgt der Impulsvortrag von Frau Verena Wolf, Expertin für Genehmigungsverfahren im VCI, und von Frau René Röske, Referentin für politische Kommunikation Evonik Industries AG, die sich mit dem Thema Spannungsfeld Öffentlichkeitsbeteiligung versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse befassen werden. Und in dem Sinne freue ich mich auf den ersten Impulsvortrag. Christoph, the floor is yours. Ganz herzlichen Dank und auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Guten Morgen hier aus Köln. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mich andersrum setzen soll. Dann würden Sie den Dom im Hintergrund sehen, aber dann wären die Lichtverhältnisse ungleich viel schlechter. Deswegen lassen wir es so. Ich würde meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Das darf ich auch schon. Das ist schon so eingerichtet. Sehr gut. Dann würde ich nämlich genau, sehen Sie schon was? Das sieht so aus, jawohl. Sehr gut. Ja, viele Stellschrauben, die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, nicht? Ich glaube, über die situativen Rahmenbedingungen, über die politischen Rahmenbedingungen brauchen wir nichts weiter zu sagen. Die sind, glaube ich, von meinen Vorrednern ausführlich skizziert worden. Ich möchte direkt in medias res gehen. Viele Stellschrauben, viele Ansatzpunkte. Ich habe Ihnen hier mal auf eine erste Folie einen exemplarischen, den Ablauf eines exemplarischen Zulassungsverfahrens gebracht. Das soll kein bestimmtes sein. Es ist weder ein emissionsschutzrechtliches Verfahren, noch ist es ein Fachplanungsverfahren, nicht, sondern es ist sozusagen eine Darstellung aller Komponenten, die typischerweise in den etwas komplexeren Zulassungsverfahren in Deutschland enthalten sind, nicht? Und da sehen wir eben, dass das viele Komponenten sind und dass diese zahlreichen Komponenten eben auch entsprechende Ansatzpunkte dafür liefern, wo man eben ein wenig aufs Gaspedal drücken könnte, nicht? Wir haben also zunächst mal nach einem ersten Abstimmungstermin liegt die Arbeit zunächst mal beim Vorhabenträger, nicht, sowohl in der Infrastruktur als auch bei den Industrieanlagen. Antragsunterlagen sind zu erstellen. Dann kommen wir in diesen Teil, nicht, nach Einreichung des Antrags, wo eine behördliche Prüfung erfolgt, nicht, die Öffentlichkeitsbeteiligung, die TÖP-Beteiligung, TÖP- und Behördenbeteiligung, der Erörterungstermin, dann kommt die Entscheidung und dann kommen wir in die Realisierung hinein, nicht? Und ich habe Ihnen hier unten noch in so ein bisschen notiert, nicht, was da so die Einflüsse sind, die die Länge dieser Verfahrensschritte beeinflussen, nicht? Da sehen wir, nicht? Also wir schauen natürlich naturgemäß immer hier auf diesen mittleren Block, nicht? Da spielt so ein bisschen die Musik, nicht? Aus Vorhabenträgersicht werden dort Ansatzpunkte gesehen, dass man eben sagt, naja, gut, die Behörden müssen die Behörden brauchen mehr Kapazitäten, sie müssen effizienter werden, nicht, die ganzen Verfahren müssen effizienter werden, indem sie digitalisiert werden. Dann kommt natürlich die Frage, brauchen wir eigentlich all diese Schritte der Öffentlichkeitsbeteiligung, diese Instrumente, reichen da nicht auch etwas einfachere Strukturen aus? Nicht? Da wabert die Diskussion am meisten. Aber ich habe das eben bewusst so aufgeschrieben, weil ich eben durchaus der Meinung bin, es gibt durchaus auch Ansatzpunkte in den anderen Verfahrensblöcken. Nicht? Es gibt auch zum Beispiel Punkte, wo man sagen muss, das würde die Arbeit der Vorhabenträger, also in diesem Fall der Antragsteller, ganz erheblich erleichtern, wenn man zum Beispiel an materiellen Anforderungen oder wenn man an materielle Anforderungen an die Vorhaben einfach in der Operationalisierung etwas einfacher und besser strukturieren würde. Nicht? Also das wäre so auf dieser Seite. Und ich will auch noch mal auf die andere Seite hier rüberspringen, nicht, bei der Realisierung, nicht. Das ist ja alles gut und schön, schnell eine Genehmigung zu bekommen, aber auch schnell von der Genehmigung Gebrauch machen zu können. Das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist eben, dass man ja auch schauen muss,
Also wie bekomme ich möglichst schnell eine rechtskräftige Entscheidung über meine Genehmigung? Und dann ist auch der Punkt, kann ich diese Verfahrens, also muss hier so eine strikte Trennlinie sein? Kann ich eben nicht sozusagen diese Phasen auch etwas besser miteinander verdrahten, etwas besser miteinander verknüpfen und auch ineinander verweben? Und da denken wir natürlich alle sofort an den vorzeitigen Realisierungsbeginn. Viele Stellschrauben, wie gesagt, viele Ansatzpunkte für Verfahrensbeschleunigung, die werden wir jetzt nicht schaffen in den mir noch bleibenden ungefähr 20 Minuten. Deswegen habe ich mir mal exemplarisch drei Schwerpunkte rausgegriffen aus allen drei Blöcken, die ich in der Diskussion auch irgendwie so etwas spannender sind, die vielleicht nicht so in jedem Podium auftauchen, nicht, und die ich gerne mit Ihnen erörtern möchte, die ich aber persönlich für jetzt auch einfach aus meiner eigenen Anschauung für relativ für sehr effektiv hielte, und die möchte ich mal gerne vor Ihnen ausbreiten und mit Ihnen kurz beleuchten. Da hätten wir zum einen mal gerne mit Ihnen auf den Erörterungstermin schauen. Das finde ich auch deshalb gut, dass das so ein bisschen so eines meiner Steckenpferde ist, weil das ja auch in dem Eckpunktepapier des VCI vorkommt, nicht? Das brauchen wir unbedingt eigentlich den Erörterungstermin, brauchen wir unbedingt noch so eine zusätzliche Beteiligungsform, zusätzlich zum schriftlichen Austausch in der Einwendungsbearbeitung. Dann möchte ich hier mal einen Schritt weiter nach hinten gehen. Sie haben es gemerkt, nicht? Ich bin ein großer Freund der vorzeitigen Zulassung der Zulassung des vorzeitigen Beginns, dass man auch sagen kann, Verfahren hin, Verfahren her, wenn bestimmte Weichen gestellt sind und eben klar ist, dass der Zug in eine bestimmte Richtung fährt, ist es dann vielleicht möglich, eben erste Arbeiten auch schon frühzeitig durchzuführen. Da möchte ich gerne mit Ihnen mal drauf schauen. Und als drittes komme ich noch da schauen wir auch mal einen Blick hier auf diese materiellrechtlichen Anforderungen, die ja unmittelbar die Vorarbeiten des Antragstellers beeinflussen. Nicht? Artenschutz ist ein ewiges Thema. Wenn man ein Quartierfenster verpasst, nicht, dann muss man wieder ein ganzes, wenn man ein Zeitfenster verpasst, dann muss man wieder ein ganzes Jahr warten. Nicht? Wenn da irgendwelche Diskussionen ausbrechen und so weiter und so fort, da gibt es bereits Ansätze. Und ich frage mich, ob diese Ansätze nicht verallgemeinerungsfähig sind. Das vielleicht so kurz die Agenda. Und kommen wir zum ersten Punkt zur Öffentlichkeitsbeteiligung und hier namentlich zum Erörterungstermin. Ich will gleich sagen, ich will gar nicht so sehr darauf hinaus, dass der Erörterungstermin grundsätzlich in Deutschland verzichtbar ist. Nicht? Das ist vielleicht gar nicht so mein Ansinnen. Ich will mich immer mit einem ersten Schritt bescheiden, der aber vielleicht für die Teilnehmer hier von besonderem Interesse ist. Nämlich, brauchen wir denn unbedingt eigentlich bei Industrieanlagen einen Erörterungstermin? Das ist die Frage, die ich hier mal in den Raum stellen möchte. Nicht, was haben wir für, also wie sieht der Rechtsrahmen für Erörterungstermine für Industrieanlagen aus? Nicht, wir haben den Paragraph 10 Absatz 6 des Bundesemissionsschutzgesetzes. Also da ist die Durchführung des Erörterungstermins als Kannvorschrift ausgeführt. Das heißt, die Durchführung steht grundsätzlich im Ermessen der Behörde. Aber wenn wir dann in die Konkretisierungsvorschrift hier in der 9. Bundesemissionsschutzverordnung reinschauen, nicht in den Paragraph 16, dann wird auch relativ schnell klar, dass von diesem Ermessen nicht viel übrig bleibt. Und ehrlich gesagt, ich habe bei einem nicht UVP-flächtigen, emissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Vorhaben auch noch nie erlebt, dass auf einen Erörterungstermin verzichtet worden wäre. Ganz einfach, weil der Paragraph 16 schon sehr klar Fallgruppen abgrenzt, bei denen ein Erörterungstermin unterbleibt. Nicht, und dann bleibt eigentlich auch nicht mehr so furchtbar viel übrig. Also das ist im Grunde so, das läuft am Ende eben doch auch emissionsschutzrechtlich auf einen obligatorischen Erörterungstermin hinaus. Erst recht gilt das natürlich für UVP-pflichtige Vorhaben nicht. Die UVP-pflichtigen Vorhaben oder das UVPG kennt keine Nottür, die aus dem Erörterungstermin hinausführt, nicht. Das ist
Der Paragraph 18 im UVPG, der verweist strikt auf das entsprechende Planfeststellungs-, auf die planfeststellungsrechtliche Vorschrift, nicht? Und die sieht eben für den Regelfall einen Erörterungstermin vor. So dass wir also sehen, nicht? Der rechtliche Rahmen ist da relativ strikt. Dabei müsste das eigentlich gar nicht sein, nicht? Wenn wir in die entsprechenden europarechtlichen Vorschriften, die ja sozusagen hier den Hintergrund bilden, reinschauen, da stellen wir immer wieder fest, natürlich, die Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine EU-Politik, das ist ganz klar, nicht? Sie ist notwendig, nicht? Da wird auch sehr großen Werte draufgelegt. Aber wenn wir dann mal in die konkreten Formulierungen reinschauen, dann stellen wir fest, na, der Erörterungstermin als solcher ist doch eigentlich eher so eine nationale Erfindung des deutschen Gesetzgebers, vielleicht nicht exklusiv des deutschen Gesetzgebers, nicht, aber jedenfalls eine bei uns historisch auch angelegte, ein historisch angelegtes Element der Öffentlichkeitsbeteiligung, das EU-Recht verlangt, ja, ich habe hier mal so eine Formulierung rausgegriffen, in der Regel nur ein ganz allgemein eine frühzeitige und vor allem eine effektive Möglichkeit zur Beteiligung für die Betroffenen. Nicht, und da sieht man, dass die Türen hier. Christoph, dein Empfang ist schlecht, man versteht dich kaum. Vielleicht kannst dann, du. Das ist bedauerlich, dann werde ich mal kurz versuchen, das hier Abhilfe zu schaffen. Das wäre super. Und den Rest bitte entsprechend die Kameras und Mikrofone auszustellen. Vielen Dank. Christoph? Ja, jetzt besser. Jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt besser. Ich sehe einen Nicken, zumindest von denen, die ich sehen kann. Sehr gut. Ja also nicht, ich war dabei stehen geblieben. Nicht, wir haben einen relativ engen nationalen Rechtsrahmen für den Erörterungstermin. Europarechtlich ist der im Grunde gar nicht zwingend geboten. Das ist doch eher so eine etwas überschießende Tendenz hier und des nationalen Gesetzgebers. Auch ein bisschen historisch bedingt vielleicht in Deutschland. Gut, wenn man jetzt mal rechtspolitisch auf die Spurensuche geht, warum eigentlich oder wie der Erörterungstermin eigentlich einzuordnen ist, dann kommt man, also ich bin auf das Thema überhaupt erst aufmerksam geworden, gerade aus Anlass eines ganz anderen Instrumentes, auf das ich ja eigentlich erst später zu sprechen kommen will, das aber eben mal zeigt, welchen Stellenwert der Erörterungstermin überhaupt in emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren hat. Nicht? Da haben wir zum einen die Vorschrift des Paragraphen 8a Bundesemissionsschutzgesetz über die Zulassung des vorzeitigen Beginns. Nicht darüber wollen wir ja nachher noch in einem ganz anderen Zusammenhang sprechen, aber aus dieser Vorschrift können wir was ganz Wichtiges ablesen. In dieser Vorschrift ist nämlich anders als zum Beispiel in Bestimmungen über den vorzeitigen Beginn in der energierechtlichen Planfeststellung, also im Fachplanungsverfahren, ist hier eine Zulassung des vorzeitigen Beginns unabhängig vom Stand der Öffentlichkeitsbeteiligung möglich, nicht? In dem Paragraph 44c ENWG ist das anders, nicht? Da wird eben gesagt, naja, da muss eine Prognose gemacht werden und diese Prognose, die muss zumindest unter Berücksichtigung der Träger der Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange erfolgen, nicht? Hier der Paragraph 8a verliert darüber für das emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren beziehungsweise für den vorzeitigen Beginn im emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren kein Wort. Ja, das lässt schon mal gewisse Schlussfolgerungen zu. Und dann ganz interessant auch hier die wahrscheinlich hier verbreitet bekannte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 20.02.2020 zum vorzeitigen Beginn im Zusammenhang mit der Freimachung des Baufelds für das Tesla-Werk in Schöneheide. Nicht? Also es gibt ja einige Entscheidungen zum Tesla-Werk, nicht? Das sind auch nicht immer gut weggekommen, die Vorhabenträger hier. Hier war es so, nicht? Hier wurde also der vorzeitige Beginn beantragt für Rodungsarbeiten, damit das Baufeld schon mal sozusagen vor Erteilung der emissionsschutzrechtlichen Genehmigung erteilt werden kann. Und da nicht, dagegen hat ein Naturschutzverband hat einen Naturschutzverband geklagt und hatte auch sich um einstweiligen Rechtsschutz bemüht hier und wollte das also stoppen, diesen vorzeitigen Beginn. Und da sagt das UVG Berlin-Brandenburg eben, die sagen schon,
Ja, also Öffentlichkeitsbeteiligung ist schon wichtig und ist auch eine wichtige Erkenntnisquelle. Bemüht sich also, sich hier möglichst leise aufzutreten, das Gericht. Aber das OVG schließt eben auch mit der Feststellung, hiervon abgesehen sind mögliche Einwände von Teilen der betroffenen Öffentlichkeit nur ein Aspekt der Beurteilungsgrundlage. Nicht die Öffentlichkeitsbeteiligung, da kommt Input ins Verfahren, aber es ist eben nur ein Aspekt. Mindestens ebenso wichtig, so scheint das OVG das einzuordnen. Der Antragsgegner hat vor Erlass des hier angegriffenen Bescheides eine umfangreiche Trägerbeteiligung durchgeführt und die Zuarbeit seiner Fachabteilungen eingeholt, die jeweils zum Ergebnis hatte, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Es sei deshalb rechtlich nicht zu beanstanden, dass er über die Zulassung des vorzeitigen Errichtungsbeginns vor Ablauf der Einwendungsfrist entschieden hat und auch vor Durchführung des Erörterungstermins. Das lässt tief blicken, wie die Gerichte auch die Funktion des Erörterungstermins im emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sehen, nicht? Und das leuchtet auch ohne weiteres ein, nicht? Im emissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist der Erörterungstermin, überhaupt die Öffentlichkeitsbeteiligung, eine Quelle, natürlich eine Erkenntnisquelle für die Behörde, das ist völlig klar. Sie hat aber daneben eben auch die Funktion, sagen wir mal, für eine gewisse Transparenz zu sorgen. Die Entscheidung wird dadurch nicht notwendigerweise richtiger, denn man muss ja immer dran denken, Wir sind hier in einem Verfahren mit einer gebundenen Entscheidung, nicht mit einem gebundenen Entscheidungsprogramm. Das heißt, die emissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde hat ohnehin alle Voraussetzungen von Amts wegen zu prüfen, nicht? Und wenn die erfüllt sind, dann gibt es kein Wägen mehr, sondern dann ist die Genehmigung zu erteilen. Das müssen wir uns immer in Erinnerung rufen in diesem Kontext. Anders ist das in Fachplanungsentscheidungen, wo ich sozusagen neben dem materiellen zwingend rechtlichen Entscheidungsprogramm ja noch die Abwägung habe und wo natürlich wichtig ist, dass Personen kommen, die Gelegenheit haben, ihre persönlichen, rechtlichen, möglicherweise nicht überformten Belange ins Verfahren einzubringen und so die Entscheidung unmittelbar zu beeinflussen. Also kurz und gut, die Öffentlichkeitsbeteiligung und somit insbesondere auch der Erörterungstermin haben im emissionsschutzrechtlichen Verfahren ein deutlich geringeres Gewicht, so meine ich, als in Fachplanungsverfahren. Der Erörterungstermin ist hier auch aus rechtspolitischer Sicht eher verzichtbar. Das wäre so mal eine erste These, die ich in den Raum stellen möchte. Eine andere Frage ist vielleicht noch nicht, wie stark profitiert man von einem Verzicht auf den Erörterungstermin? Nicht, da würden Ihnen jetzt irgendwelche Infrastrukturleute sagen, naja, also ich bin in letzter Zeit sehr viel in Infrastrukturvorhaben eingesetzt, vor allem. Die würden dann eher sagen, naja, die Erörterungstermine, die hauen wir noch so mit runter, die laufen in unserem Flowchart so mit durch. Nicht, aber bei einer Industrieanlage, auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist das schon nochmal eine andere Nummer. Nicht, und da ist der Blickwinkel auch ein ganz anderer. Nicht eine mehrwöchige Vorbereitung eines Erörterungstermins und die dann vielleicht immer noch mehrtägige, vielleicht sogar mehrwöchige Durchführung, das kann durchaus ein Faktor sein. Also würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Gut, ich komme flott zu meinem zweiten, zweiten Ansatzpunkt, den ich persönlich sehr spannend finde, nämlich zur Zulassung des vorzeitigen Beginns. Nicht, haben wir ja gerade schon in anderem Kontext drüber gesprochen, haben wir da eher so als Indiz benutzt. Jetzt wollen wir mal schauen, was kann man denn mit dem vorzeitigen Beginn anfangen und wo hängt es denn da oder wo kann es da hängen? Zunächst mal vielleicht zur Bedeutung. Ich hatte es anfangs so etwas abstrakt formuliert, nicht? Es gelingt auf diese Art und Weise, die Realisierungsphase schon mal so ein bisschen in diesen langen Block der Antragsbearbeitung und Öffentlichkeitsbeteiligung mit reinzuziehen und kommt dann vielleicht doch zu einer nicht ganz unerheblichen Vorverlegung des Realisierungsbeginns. Ich habe ihn hier mal auf das Ende der Offenlage gelegt, nicht, weil da würden, so wie man das OVG Berlin-Brandenburg da jetzt lesen muss, da würde man sagen, naja, also wenn es jetzt sozusagen also vor Ende der Offenlagefrist gewesen wäre, das hätten die vielleicht nicht so gut gefunden, da hätten die vielleicht auch Grenzen gezogen. Aber nehmen wir mal an, wir können hier realistischerweise eigentlich immer einen vorzeitigen Beginn bekommen. Dann ist das ja schon ein ziemlicher Schritt.
Und was ist denn da eigentlich das Problem beim vorzeitigen Beginn? Nicht, also wir brauchen eine positive Prognose, das haben wir festgestellt. Wir haben aber sozusagen als ungeschriebenes oder nur mittelbar umschriebenes Tatbestandsmerkmal, dieses Merkmal der Reversibilität. Nicht? Also da, dass der Vorhabenträger sich verpflichten muss, für den Fall, dass die Genehmigung nicht erteilt wird, die in Anspruch genommene Fläche in ihren Ursprungszustand, so heißt es, zurückgeführt wird. Das ist natürlich häufig ein Problem, nicht? Es wird nur häufig oder es wird nur selten gelingen, die Vorhabensflächen in den tatsächlichen, in den Originalzustand zurückzuüberführen. Das wird schon deutlich, wenn wir solche Maßnahmen mal betrachten, die typischerweise ja mit dem vorzeitigen Beginn verknüpft sind, nicht? Das sind typischerweise ja Baufeldfreimachungen, nicht? Rodungsarbeiten, das Abschieben des Oberbodens und so weiter, nicht? Und das kann man natürlich vielleicht mehr oder weniger wieder herrichten, aber es ist eben nie so ganz das Gleiche. So, und das hat auch, ich bin wieder beim UVG Berlin-Brandenburg, wieder bei der Entscheidung vom 20.02.2020 zum Tesla-Werk, nicht, da das UVG Berlin schon gesagt, naja, also so Rodungsarbeiten, nicht, da scheitert es jedenfalls nicht an der Reversibilität und nicht daran, dass solche Maßnahmen nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das Gericht muss sich aber schon so ein bisschen verbiegen und sagt, naja, natürlich Rodungen, nicht, da ist also ein Wald mittleren Alters gerodet worden. Ich würde sagen, ich glaube, der hatte so eine Reife von 20 oder 30 Jahren, ein Wirtschaftswald. Haben die natürlich gesagt, ja, das dauert natürlich schon, bis der wieder die entsprechende Reife als Naturraum hat. Aber weil es eben ein Wirtschaftswald ist, sehen wir darin eigentlich kein größeres Problem, so sagt das UVG Berlin-Brandenburg und hat dementsprechend die Reversibilität hier bejaht. Wie gesagt, aber es musste schon argumentativ so ein bisschen Aufwand betreiben. Ich persönlich erlebe gerade in Verfahren, dass es dann auch häufig ein Problem ist im Wege des vorzeitigen Beginns, zum Beispiel also denkmalrechtliche Anforderungen zu erfüllen, nicht wie zum Beispiel die Bergung von Bodendenkmälern in bestimmten Baugebieten vorab durchzuführen, Kampfmittelräumungsarbeiten durchzuführen. Nicht? Da wird es dann noch erheblich viel schwieriger, weil das sind natürlich Maßnahmen, also gerade wenn wir mal an den Bodendenkmalschutz denken, die sind definitiv nicht reversibel. Und wenn man sich jetzt aber mal überlegt, welche Ratio eigentlich sowohl hinter dem Denkmalschutzrecht steht, als auch hinter diesem Schutz, den dieses Merkmal der Reversibilität ja im vorzeitigen Beginn entfalten soll, dann wird eben schnell klar, dass da irgendwie noch so eine Art Reduktion, so ein reduzierendes Merkmal eigentlich in diese Vorschriften über den vorzeitigen Beginn reingehört oder reinkommen sollte, damit das eben richtig operabel wird, dieses Instrument. Der Gesetzgeber hat das auch schon erkannt. Ich habe eben schon über den 44c Energiewirtschaftsgesetz für die energierechtliche Planfeststellung gesprochen. Ist der Gesetzgeber letzte Woche aktiv geworden, nicht, und hat die ENSIG-Novelle, auch die letzte Woche schon im Bundesgesetzblatt war, auch nochmal reingeschrieben und hat da so ein bisschen justiert an dieser Reversibilität und hat gesagt, na gut, es muss nicht, der Ursprungszustand muss nicht wiederhergestellt werden, sondern ein im Wesentlichen, ich muss mal kurz schauen, ein im Wesentlichen gleichartiger Zustand muss wiederhergestellt werden. Nicht, da finden wir also schon erste Ansätze im Energiewirtschaftsgesetz. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich nur eine quantitative Umformulierung. Ich bin der Meinung, um den vorzeitigen Beginn, um damit so richtig was anfangen zu können, auch in schwierigen oder grenzwertigen Fällen, müsste eigentlich klarstellend ein zusätzliches Merkmal darauf, müsste ein zusätzliches Merkmal rein eingestellt werden, das eben sagt, dass diese Reversibilität nur dann erforderlich ist, soweit entweder ein öffentliches oder ein über das private Interesse hinausgehendes Interesse darin diese Rückgängigmachung erfordert. Nicht? Das wäre also aus unserer Sicht ein sehr passendes Korrektiv,
um hier ein wenig weiterzukommen und hier ein bisschen mehr Druck drauf zu bekommen. Ich komme ganz schnell zu meinem dritten Ansatz, den ich Ihnen noch zeigen möchte, beispielhaft. Wie gesagt, jetzt wenden wir uns mal dem materiellen Recht zu. Das war bis jetzt alles Verfahren. Schauen wir mal ins materielle Recht rein. Nicht, dass ja im Wesentlichen auch den Aufwand bei der Antragserarbeitung bestimmt und vielleicht auch so ein bisschen die Rechtssicherheit hier in Klageverfahren, die Rechtssicherheit in Klageverfahren ja auch mit beeinflusst. Und nicht, ich habe mir jetzt hier natürlich gleich den Artenschutz rausgegriffen, nicht, was ja noch dazu kommt. Der Artenschutz macht ja zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Dafür brauche ich wieder Flächen, dafür brauche ich wieder Vereinbarungen mit den Eigentümern. Und was beim Artenschutz auch noch sehr dramatische Auswirkungen hat, das bekommen wir im Moment in sehr vielen Vorhaben zu spüren, ist, dass die Wirksamkeit der CEF-Maßnahmen, also wenn ich sozusagen schon auf der Tatbestandsebene das artenschutzrechtliche Verbot vermeiden möchte, dass diese Ausgleichsmaßnahmen, die dazu durchgeführt werden müssen, die müssen eben schon wirksam sein bei Baubeginn. Nicht? Da ist nichts mit, das ist nicht wie bei der Eingriffsregelung, wo das alles auch irgendwie so nachlaufend passieren kann, sondern da bin ich wirklich strikt dazu vergattert, dass die Maßnahme dann bereits wirksam sein muss. Das sind also alles so Faktoren, die sich hier breit machen und entsprechend schauen Sie mal, das ist eine animierte Folie, das wusste ich vorher auch nicht. das sind so Faktoren, die sich da breit machen und die eben auf die Verfahrensdauer Einfluss haben. Was können wir jetzt hier bei der Artenschutzprüfung tun? Ich glaube, der Ablauf ist einigermaßen bekannt. Nicht? Das Bundesnaturschutzgesetz formuliert eben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände, Tötungsverbot, Störungsverbot, nicht das Verbot, die Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten zu zerstören oder zu beeinträchtigen. Nicht? Dieses Verbot kann unter bestimmten legal definierten Voraussetzungen als nicht erfüllt angesehen werden. Das ist der Paragraph 44 Absatz 5. Nicht? Das ist, wenn keine signifikante Risikoerhöhung für Tötungen eintritt oder wenn eben zerstörte Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch diese von mir eben schon erwähnten CEF-Maßnahmen ausgeglichen werden können. Ich will gar nicht zu tief in die Details gehen. Nicht? Dann gibt es natürlich eine Ausnahmevoraussetzung und ganz am Ende kann ich noch schauen, ob ich eine naturschutzrechtliche Befreiung bekomme. Rundum und ohne auf die Details einzugehen, dieses gesamte Prüfungsprogramm nimmt in erheblichem Maße Ressourcen in Anspruch, sorgt für Rechtsunsicherheit, nicht sorgt zum Beispiel dafür, dass wie gesagt, wenn ich ein Kartierfenster verpasst habe, weil ich eine Art nicht gesehen habe und die bringt nachher irgendwie der ehrenamtliche Naturschutz da noch rein, dann muss ich da noch mal dran. Macht diese Vorschriften, die in sich für sich genommen eigentlich sehr klar sind, sehr schwer handhabbar. Und da hat der Gesetzgeber jetzt mit dem Osterpaket ich bitte um Entschuldigung, es ist das Sommerpaket, also im Juli 2022 speziell für Windenergieanlagen an Land, nicht einige Justierungen im Artenschutz vorgenommen, von denen man sich gut überlegen sollte, ob sie nicht eigentlich mal so generell tragfähig sind. Erstens mal hat der Gesetzgeber hier gesagt, wir definieren für diesen Anlagentyp eine Liste von Arten, die durch die typischen Wirkfaktoren einer solchen Anlage betroffen sind. Nicht? Ist das verallgemeinerungsfähig? Ja, kann man wohl sagen, es ist verallgemeinerungsfähig. Nicht? Man könnte natürlich, das erfordert natürlich einen gewissen gesetzgeberischen Formulierungsaufwand, aber diesen Formulierungsaufwand hat der Gesetzgeber hier ja auch nicht gescheut. Also warum sollte er es nicht auch für zum Beispiel durch Bauleitplanung vorbereitete emissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen tun. Nicht? Das ist also durchaus vorstellbar. Und es gibt solche, nicht? Das Bundesamt für Naturschutz veröffentlicht ja auch solche Handreichungen und Best-Practice-Papiere. Nicht? Die sind ja da. Also man könnte die in Teilen natürlich durchaus auch auf andere Anlagentypen überführen. Dann formuliert das neue Bundes- oder dieses modifizierte Bundesnaturschutzgesetz hier gerade in Bezug auf diese Sonderregelung, nicht unter welchen Voraussetzungen eben ausnahmsweise doch kein Tötungsverbot verwirklicht ist, so bestimmte Regelvermutungen, die sind
widerleglich, aber sie sind eben für den, sie wirken erstmal zugunsten des Vorhabenträgers, nicht, dass zum Beispiel ein Tötungsverbot nicht erfüllt ist und so weiter und so fort. Und auch das lässt sich, denke ich, auch in anderen Bereichen durchaus fruchtbar machen, zumindest mal dieser Gedanke. Das Dritte, und das finde ich aber eigentlich das Wichtigste, in einem dritten Schritt geht der Gesetzgeber, jedenfalls nach meinem Verständnis, er gibt so ein naturschutzrechtliches Axiom oder ein artenschutzrechtliches Axiom so ein Stück weit auf, indem er sagt, naja, wenn wir am Ende doch hier in die Ausnahme müssen, nicht, da war es bisher doch sehr strikt so, dass Maßnahmen, die dann wenigstens noch die Population stützen, ich wechsle hier vom individuenbezogenen Ansatz auf den populationsbezogenen Ansatz, dass das doch einen sehr engen räumlichen Bezug haben musste zu dem Ort der Beeinträchtigung. Und hier sagt der Gesetzgeber jetzt, wir machen das ein bisschen anders. Wir sagen jetzt, hier werden große Artenhilfsprogramme aufgesetzt und hier kann auch eine Einzahlung erfolgen. Und dann gilt das sozusagen als Stützungsmaßnahme für den Erhaltungszustand der Population dieser Art. Nicht? Das ist europarechtlich vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Wird man mal gucken, was der EuGH dazu sagt. Aber das ist ja schon mal ein sehr interessanter Aspekt. Und ehrlich gesagt, das ist das, was mir all unsere Naturschutzsachverständigen gerade in meinem derzeit größten Vorhaben immer wieder sagen. Wir verlegen ein Höchstspannungsgleichstromübertragungskabel einmal quer durch die Republik. Sie wissen wahrscheinlich, um welches es geht. Nicht? Und da sagen alle, der Feldhamster, wir machen ein wahnsinniges Theater mit dem Feldhamster, das ist ein Erdkabel. Aber alles, was wir da tun vor Ort, wird den Hamster dort nicht retten. Sondern was sinnvoll wäre, wäre, wenn wir große Programme auflegen würden, die in viel geeigneteren Bereichen die Population des Feldhamsters dort stärken. Nicht? Und genau diesen Gedanken sollte man hier fruchtbar machen. Ich habe das grüne Häkchen hier trotzdem ein bisschen in Klammern gesetzt. Nicht, weil diese Ausnahmezulassung, da geht es nicht nur um den Erhaltungszustand der Population, nicht, das Ganze muss auch noch aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich sein, nicht, da haben wir vielleicht dann in der Industrie, ist es manchmal schon auch mit einem hohen Begründungsaufwand verbunden, der sich einfach nicht auf andere Weise lösen lässt. Wir haben hier Alternativlosigkeit ist eine Voraussetzung, auch das ist manchmal natürlich ein bisschen schwierig, nicht, aber wenigstens dieses eine Merkmal, das würde den Artenschutz erheblich erleichtern, wenn wir sagen würden, der günstige Erhaltungszustand der Population, der Art, kann auch durch sozusagen etwas fernere Maßnahmen aufrechterhalten werden. Das wäre schon extrem hilfreich. Gut, all das vielleicht noch als Schlusswort, all das nicht, das lässt sich natürlich nicht mit einem Federstrich machen. Wie gesagt, da wäre schon ein bisschen gesetzgeberische Arbeit erforderlich. Nicht, das kann man auch testweise mal vielleicht mit einzelnen Vorhabentypen beginnen. Das wäre vielleicht auch mal eine zusätzliche Funktion, die einfach mal die Bundesartenschutzverordnung, in der ja sonst nicht so furchtbar viel drinsteht, mal übernehmen könnte. Nicht, da wäre das als konkretisierendes untergesetzliches Regelwerk, wäre das ja vielleicht ein richtiger Ort dafür. Ja, meine Damen und Herren, soweit dieser Dreiklang, diese drei Schwerpunkte, die ich mir mal ausgesucht hatte. Für mich eigentlich vielleicht als Schlussbotschaft wichtig, wir sollten nicht immer nur auf dieselben Punkte gucken, nicht immer Digitalisierung, Kapazitäten, alles richtig. Aber es gibt noch sicherlich noch spannende weitere Ansatzpunkte, die wir ins Auge fassen sollten. Nicht auch auf der materiellrechtlichen Seite und vielleicht auch noch wichtig, die Botschaft, nicht häufig wird gerufen, ja mein Gott, uns sind europarechtlich die Hände gebunden, wir können ja gar nicht anders. Aber sagen wir mal, ein wenig Luft zum Atmen lässt uns das Europarecht noch und diese Spielräume sollten wir dann eben entsprechend auch nutzen. Ich bedanke mich fürs Erste und bleibe natürlich dabei, entweder jetzt oder auch später in der Diskussion noch für Fragen. Ja, vielen Dank, Dr. Christoph Anger, lieber Christoph, für deine interessanten Ausführungen, Anregungen, was Optimierungsmöglichkeiten angeht. Sicherlich sehr drei spannende Aspekte, die du ja gerade angesprochen hast. Und ich gebe das Wort jetzt an die beiden Damen, an Frau Wolf und Frau Röske, um keine Zeit mehr zu verlieren. Jetzt haben Sie das Wort zum Thema Spannungsfeld Öffentlichkeitsbeteiligung versus Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Herr Dr. Meyer. Ich hoffe, Sie können die Folien alle sehen. Ja. Kurzes Nicken, sehr gut. Ja,
Herr Dr. Anger, auch herzlichen Dank für diesen spannenden ersten Impulsvortrag. Viele wissen, ich bin auch ein Fan, sich das materielle Recht einmal anzuschauen. Wir haben viele Ideen jetzt schon gehört. Ich will noch mal kurz den Bogen spannen. Frau Röske und ich werden uns auf den besonderen Aspekt der Öffentlichkeitsbeteiligung und auch hier der Beteiligung der Öffentlichkeit im Wege der Auslegung der Antragsunterlagen widmen. Lassen Sie mich noch mal kurz den Bogen spannen. Wir sind überzeugt, dass die Chemie als Gewinner aus der Krise herausgehen kann, aber dafür braucht sie die Stärke ihrer Innovationskraft. Und genau das sollten wir immer beachten, dass wir gerade in der chemisch-pharmazeutischen Industrie die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Und Sie haben es ja gerade auch gesehen, wenn wir Teile wie Windenergie an Land, wenn wir hier Beschleunigungsaspekte diskutieren, dann könnte das möglich zu kurz greifen, möglicherweise, weil wir natürlich abhängig sind von Vorprodukten. Und wir sind immer so schnell wie das schwächste Glied. Deshalb werben wir dafür, dass wir uns alle Industrieanlagen anschauen, weil wichtig ist, dass wir einen technologieoffenen und rechtssicheren Regelungsrahmen haben. Und lassen Sie mich noch mal ganz wichtig voranstellen, uns geht es nicht darum, Umweltstandards zu senken oder die Öffentlichkeit außen vor zu lassen und etwas zu verheimlichen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen eigentlich Ideen hier einbringen, wie wir die Prozesse besser machen können, weil wir sind in einer ganz besonderen Situation, geopolitisch. Wir wollen die Abhängigkeiten vermindern. Aber dazu müssen wir uns unser gesamtes materielles und Verfahrensrecht anschauen und es zeitgemäß aufstellen. Das ist ein sehr, sehr großes Programm. Das wissen wir. Die neuen Vorschläge haben Sie ja schon gehört. Wir haben uns eben auch damit intensiv inhaltlich beschäftigt, in Fachpositionen schon in den letzten Jahren, weil wir nicht nur sagen wollen, hier gibt es Hürden, hier fehlt etwas, der Vollzug vor Ort kriegt es nicht hin. Nein, wir sitzen alle im selben Boot und wir sollten uns alle gemeinsam die Bereiche anschauen und schauen, wo können wir etwas verbessern. Und deshalb haben wir einzelne Bereiche auch ein bisschen mit Ideen untermauert. Die sind nicht abschließend, die würden wir gerne inhaltlich mit den Experten, die es hier gibt, aus allen Bereichen der Zivilgesellschaft, der Verbände diskutieren. Der neunte Punkt war das EU-Recht, weil natürlich müssen wir uns im Einklang des Europarechts halten. Ansonsten wird eine Genehmigung ja auch beklagbar. Aber wir alle wissen, gerade wird ja auch das EU-Recht novelliert und wir sollten es nutzen, um hier immer im Blick zu haben, wie können wir eigentlich die Prozesse besser gestalten und verschlanken. Und am Ende haben wir auch einen Gewinn. Wir haben es ja gerade schon gehört, wenn man sich das vorstellt, dass diese komplizierten Regelungen jetzt im Grunde ja auch einem vielleicht jungen Beamten oder einem jungen Genehmiger im Mittelstand vorgelegt werden, dann fragt man sich schon, wie der das schaffen soll. Und er will das schaffen, er muss es auch schaffen. Und vielleicht ganz wichtig, wenn wir hier eine große Hochspannungsleitung haben oder neue Infrastruktur vorhaben, dann ist das, denke ich, was anderes, als wenn wir eine Chemieanlage ändern oder in bestehenden Betriebsbereichen Transformationsprojekte realisieren. Aber unser Regelwerk ist so, dass gerade der Chemie Sie jede einzelne Änderung einer bestehenden Anlage und Neuanlagen unter dieses komplizierte Regelwerk stellen. Und das wäre hier auch unsere Frage. Kann man hier nicht vorgelagerte Öffentlichkeitsbeteiligung machen? Es sind ja bestehende Industriestandorte. Die sind ja einmal genehmigt, aber muss man dann bei jeder Änderung wirklich das gesamte Umweltrecht abarbeiten von den ganzen Bereichen, kann man das nicht stattfinden, das überhaupt auch eine Idee. Und es ist ja schon angesprochen worden, wir haben unsere Ideen untermauern lassen, eben auch rechtlich durch ein Rechtsgutachten, wo könnte man jetzt ausgehend vom bestehenden Rechtsrahmen Verbesserungen erreichen. Und dort ist herausgearbeitet worden, dass auch ausgehend von dem Klimaschutzurteil, von den Klimaschutzgesetzen des Bundes und der Länder, das wichtig ist, dass wir diese Transformation gestalten. Aber die Öffentlichkeitsbeteiligung ist eben keine Mehrheitsentscheidung, keine politische Entscheidung vor Ort, ob eben den Bürgern das Projekt gefällt, sondern sie soll Fachexpertise natürlich einholen. Sie dient dazu, die Bürger prüfen zu lassen, inwieweit sie von diesem Projekt betroffen sind in Umweltbelangen. Wenn aber die materiellrechtlichen Vorschriften eingehalten sind, Herr Dr. Anger hat es ja auch sehr schön ausgeführt, dann muss der Beamte diese Entscheidung treffen. Dann gibt es eben da keine politische Abwägung mehr. So ist unser Rechtsrahmen heute noch. Und das war immer ein Punkt,
wo mir die Genehmiger gesagt haben, das ist ein Standortvorteil in Deutschland. Wir haben dieses Wissen, wie wir das machen. Wir wissen, wie und wann wir zu einer Genehmigung kommen. Und das haben wir ein bisschen in den letzten Jahren verloren, dieses Vertrauen in die guten, rechtssicheren Entscheidungen. Sie sind aber sicher ein wichtiger Baustein in der Frage, ob und wie schnell wir hier am deutschen Standort die neuen Projekte realisieren. Und ein neuer Aspekt, der eben in den letzten Jahren oder der jetzt neu von besonderer Belang ist, ist eben das Stichwort Geheimnisschutz. Wie schützen wir die sensiblen Daten, die in diesen Anträgen enthalten sind? Man muss wissen, die Anträge werden immer umfassender. Ich habe gerade aus dem Life Science-Bereich eine Kapazitätserweiterung, eine Anlage, da umfasst der Genehmigungsantrag 6.000 Seiten. Und wenn man dann eben in diesem ganzen Bereich dann die Betriebsgeheimnisse kennzeichnet, da kommt es dann eben nicht zu einer Beschleunigung, sondern eher zu einer Verzögerung, weil man sich fragt, was muss ich schwärzen? Ist zum Beispiel die Baustatik ein Betriebsgeheimnis? Ja, nein. Und das führt zu Verzögerungen. Und das gerade bei Projekten wie auch für die Impfstoffproduktion zum Beispiel oder anderen, wo wir eigentlich sehr, sehr schnell sein müssen. Und da haben wir uns eben auch Ideen überlegt. Und da würde ich dann an meine Kollegin René Röske gleich abgeben wollen, weil wie sieht es heute aus? Im Moment haben wir im Grunde die Situation, wir sind in so einem Zwischenbereich, weil wir noch nicht komplett digitalisierte Prozesse haben. Auch in der Schnittstelle Baurecht, Bundesemissionsschutzgesetz, die Behörden sind verschiedene Bereiche. Und wir haben das Gefühl, wir überführen die alte Welt, wo der Antrag 4 Wochen in der Behörde lag, in die neue Welt, die digitale Welt, wo wir das World Wide Web haben. Und dann sehen Sie eben, dass Sie dann einen Antrag, so wie er früher ausgelegt war, im Internet finden. Und man kann sich diese Unterlagen herunterladen. Und da fragen wir uns, ob es hier nicht einen besseren Prozess gäbe, weil wir hier auch Zielkonflikte sehen beim Datenschutzrecht. Sie sehen, hier sind dann Originalunterschriften, hier sind auch Telefonnummern. Und vor allem, wenn ich jetzt Bürger vor Ort wäre und man sieht diese PDF-Liste, also bis man da wirklich das Dokument findet, was einen interessiert, das erscheint uns sehr, sehr umständlich. Und vielleicht, René, magst du ein bisschen ausführen, weil ich bin ja auch nur, ich sammle ja quasi die Vielfalt unserer Betroffenheiten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie mit überwiegend mittelständisch geprägten Unternehmen. Aber es mal O-Ton aus einem Unternehmen zu hören, macht es noch besser anschaulich. René, dann würde ich hier an dich übergeben und nochmal weiterführen durch die Präsentation. Ja, also Frau Wolf hat ja eben schon gesagt, was bedeutet uns denn Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung von Antragsunterlagen? Bedeutet eben, dass wir da so, weiß ich, 40, 50 Aktenordner im Raum haben und die Bürgerinnen und Bürger, für was interessiert die sich eigentlich? Interessiert sie sich für Statikberichte? Interessiert sie sich für Sicherheitsberichte? Oder was ist das eigentlich, für was sie sich interessiert? Ist mit Sicherheit die betroffene Öffentlichkeit, was passiert da gerade? Also sind da sichere Stoffe, sind da keine sicheren Stoffe? Was kommt aus dem Schornstein raus? Stinkt das? Gibt es Lärm? Wen kann ich anrufen, wenn ich der Meinung bin, es riecht ja halt komisch. Wir unterliegen derzeit beim Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, sind wir seit 2020, unterliegen wir dem Planungssicherstellungsgesetz nach dem Gesetz, was befristet ist bis Ende nächsten Jahres. Kann die Behörde Antragsunterlagen ins Internet stellen, auslegen? Wir als Vorhabenträger haben die Möglichkeit, die wieder zu sprechen. Bedeutet aber am Ende des Tages, dass natürlich das Verfahren ruht. Wir haben keine Rechtsdefinition von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Also jetzt zu sagen, da muss man das einfach mal schwärzen, da es keine genaue Definition von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gibt, muss man sich ins Benehmen der Behörde setzen. Aber wir stellen halt die Frage, wir wollen gute Öffentlichkeitsbeteiligung und nicht einfach die Übertragung von analogen Prozessen in die digitale Welt, weil was passiert da? Ich klatsche also diese 6.000 Seiten einfach mal so ins Internet, ich komme dann da drauf, dann sehe ich da eine Liste von PDFs, mit denen ich vielleicht nicht unbedingt was anfangen kann, wie man sieht, GPS-genaue Verortung, wo genau die Störstoffe denn sind. Und dann frage ich mich, wollen wir wirklich im Internet nicht nur den Wettbewerber, sondern auch möglichen Aktivistinnen und Aktivisten, möglichen Spionen, möglichen Terroristen wirklich GPS-genau darstellen, wo er was da bei uns findet?
Zum anderen, während wir ja häufig, wenn wir auf die Organigramme der Bundesministerien schauen, nicht einmal die Namen der Abteilungsleiterebene finden, ist es so, dass, wie man sieht, hier die Projektleitungen dann mit Namen, Handynummern und allem im Internet veröffentlicht werden. Also während man von uns verlangt wird, uns unsere Kronjuwelen ins Schaufenster zu stellen, sind die gesetzgebenden Bundesministerien häufig nicht gewillt, mindestens Organigramme ins Internet zu stellen. Nächste Folie bitte. Ja, also beim Thema Öffentlichkeitsbeteiligung haben wir eben eine Abwägung verschiedener Interessen. Gerade wenn wir uns das Planungssicherstellungsgesetz angucken, da geht es ja darum, wir wollen es bequemer machen für die Bürgerinnen, für den Bürger. Wir wollen eben nicht mehr, dass die ins Rathaus, oder die Idee dahinter ist, dass sie nicht ins Rathaus muss und dann den Ausweis vorzeigen und sich das angucken kann, aber keine Kopien machen kann. Aber wir möchten, dass jemand am besten vom Sofa, von zu Hause sich alles angucken kann. Und wie Frau Wolf ausgeführt hat, ist ja die Frage, es geht ja um Interessensabwägung. Also es ist ja so, dass uns eigentlich eine Genehmigung zusteht, außer Belange sprechen dagegen. Das heißt, erst einmal geht es um Abwägung von Interessen. Aus unserer Sicht ist eben auch die Abwägung der Interessen der Industrie nicht außer Acht zu lassen. Also während wir noch im Genehmigungsverfahren sind, ist eben die Sorge, dass wir der Wettbewerber in China oder was die Anlage schon gebaut hat, bevor wir überhaupt den Genehmigungsbescheid haben. Darüber hinaus sind wir nicht nur im Spannungsverhältnis von den Gesetzen wie dem Planungssicherstellungsgesetz, was eben die Transparenz erleichtert, sondern auf der anderen Seite unterliegen wir eben zum Beispiel auch dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. der Steuerfallverordnung, nach der wir keine Sicherheitsbelange ins Internet veröffentlichen dürfen, falls die Sicherheitsinteressen belangen. Beim IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist es so, dass Störfallanlagen besonderes wirtschaftliches Interesse haben. Das heißt, wir unterlegen den Regularien mit besonderer Cybersicherheit. Wenn wir aber im Internet einstellen, wo man was bei uns findet und wen man am besten anruft und vor allen Dingen auch, wo man welchen Fluchtweg versperrt, frage ich mich auch, warum man solche anderen Gesetze dann erlässt und glaubt, die Sicherheit schaffen zu können. Wie eben gesagt, gibt es eben keine Definition von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wo man eben genau weiß, das kann ich schwärzen, das kann ich nicht schwärzen. Und aus unserer Sicht braucht man eine gute Öffentlichkeitsbeteiligung, also sprich, dass die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich die Informationen, die sie brauchen, auch erhält und nicht in einem Wust von Informationen untergeht, während Unternehmen Leute anstellen können, die das mal sichten und das Firmen-Know-how abgreifen. Oder wir sind halt in einem ganz anderen Spannungsverhältnis, als wir das noch am Anfang des Planungssicherstellungsgesetzes hatten. Wir haben hier Aktivistinnen und Aktivisten, die Gasleitungen angreifen. Da meine ich nicht mal die Russen, sondern da meine ich wirklich deutsche Aktivistinnen und Aktivisten. Die Frage ist auch, wir haben auch weltweite, sage ich mal, Bewegungen. Wir haben auch hier in Spanien, in ganz Europa Anschläge gehabt. Und wollen wir wirklich, dass Terroristinnen und Terroristen sich mal überlegen, dass die bisherigen Anschläge nicht ganz effektiv waren, wie Anschläge sein könnten, wenn man sich chemische Anlagen rauspickt. Aber wir sind ja dafür bekannt, nicht einfach nur zu mosern, sondern auch Vorschläge zu machen. Nächste Folie bitte. Und die Frage ist natürlich, wenn wir vorschlagen, einen Bürgerbericht zu machen, also wir wollen sage ich mal, in leichter Sprache eine Aufbereitung, was machen wir da, was passiert da genau, wie laut ist es, wie stinkt es, wen kann ich anrufen, all die wichtigen Informationen wollen wir auch zur Verfügung stellen, aber wir haben eben auch Interessen, unser Firmen-Know-how, unsere Betriebsgeschäftsgeheimnisse und die sicherheitsrelevanten Daten zu schützen und damit man einen Anhaltspunkt hat, haben wir eben Vorschläge als Chemie gemacht, was sollte nicht in einen Bürgerbericht rein, über alles andere können wir uns ja, sage ich mal, in den Austausch treten und uns überlegen, wie können wir das dann am besten zielgenau und zielgruppengenau darstellen. So viel von meiner Seite. Ja, ich glaube, das war unser Vortrag oder unser Impuls. Wie gesagt, wir sind uns bewusst, dass man immer auch anschauen muss, wie weit das öffentliche Recht dann auch angepasst werden muss, das Verfahrensrecht. Aber ich denke, jetzt wäre eine gute Zeit, um einfach mal gemeinsam das Umweltverfahrens- und Planungsrecht auf den Prüfstand zu stellen und die guten Ideen eigentlich mit einzubauen, um, ja, worum geht es uns? Die Transformation zu beschleunigen, die Kreislaufwirtschaft, das sind eigentlich die großen Projekte, die wir angehen wollen. Und wir wollen eben verhindern, dass wir da uns im Dschungel des Umweltrechts verstricken und dann irgendwie dastehen und sagen, Mensch, der hat doch nicht so schnell geklappt, der Ausbau der Erneuerbare, die Transformation. Wir wissen, das Umweltrecht ist nur ein Baustein, aber wir meinen ein nicht ganz unwichtiger. Und deshalb bedanken wir uns, dass Sie heute alle gekommen sind und mit uns diskutieren wollen. Dann gebe ich zurück an Herrn Dr. Mayer für die Diskussion. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Wolf. Vielen Dank, Frau Röske, für die interessanten Ausführungen zum Thema
Diskrepanz oder Spannungsfeld Öffentlichkeitsbeteiligung versus Schutz der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Interessanter Ansatzpunkt meines Erachtens, was das Thema Bürgerbericht, bessere Verständlichkeit und so weiter angeht. Können wir ja nachher nochmal auch eine Diskussionsrunde platzieren, was dann so die Teilnehmer der Diskussionsrunde dazu meinen. Ich habe jetzt Frau von Zittlitz auch schon im Bild, aber im Chat schon eine Frage direkt adressiert, so Verständnisfrage an Herrn Dr. Anger gesehen, die ich vielleicht direkt an dich, Christoph, adressieren möchte. Da kam die Frage auf, ob es belastbare Erkenntnisse derzeit gibt, wie viel Beschleunigungspotenzial deine vorgestellten Änderungsvorschläge haben und ob dieses Potenzial im angemessenen Verhältnis zum aufgegebenen ursprünglichen Schutzziel der Regelung steht. Also gibt es entsprechende Gutachten dazu? Und da möchte ich direkt mal sozusagen die Möglichkeit dir geben, hier direkt darauf zu antworten, weil das eine der Fragen war. Eine weitere Frage, die noch im Chat kam im Kontext der Vorträge, war das Thema, dass ein Erörterungstermin ein ganz wichtiges Instrument ist. Gut, da sind wir, glaube ich, in der Diskussion, die wir auch nachher dann näher erörtern können, ne? Ob es Sinn macht, auch bei der einen oder anderen oder bei dem einen oder anderen Verfahren, du hast ja insbesondere das emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren skizziert, dass man da auf einen Erörterungstermin gegebenenfalls verzichten kann. Aber vielleicht zunächst die Frage zum Thema Beschleunigungspotenzial, Änderungsvorschläge deinerseits und wie belastbar das Ganze ist. Christoph, du hast das Wort. Ja, vielen Dank nochmal und vielen Dank auch für die Frage. Nun ist es so, dass ich bin natürlich nur ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn, wie ich immer sage. Also sprich, ich lebe in der Praxis und natürlich auf solchen Veranstaltungen hier. Sagen wir mal, eine systematisierte Erkenntnissammlung darüber, damit kann ich jetzt nicht aufwarten. Das können die Kolleginnen und Kollegen vom VCI vielleicht sogar eher. Vielleicht können Sie da gleich im Anschluss noch was dazu sagen. Ich kann eben wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Und nicht meine Erfahrung nähert sich im Wesentlichen eben aus dem, was die Sachverständigen sagen und auch die Sachverständigenorganisationen, die ja naturgemäß ja auch eine gewisse Affinität zu ihren Themenbereichen haben und von daher eigentlich auch unverdächtig sind, jetzt sozusagen da unbotmäßig jetzt nur die Beschleunigung in den Vordergrund stellen zu wollen. Also ich glaube, das kann man sicher sagen. Was die Verhältnismäßigkeit anbelangt, also sprich, ich kann, um es kurz zu sagen, das Beschleunigungspotenzial mag mal so sein, es mag mal anders sein, nicht, es mag im einen Verfahren mal so rauskommen, im anderen vielleicht auch mal anders, da mag es vielleicht eine geringere Rolle spielen. Ich habe ja auch gerade schon durchaus zum Beispiel eingeräumt, also ich mache im Moment viel Infrastruktur und bei der Infrastruktur ist es einfach so, der Erörterungstermin, da würde jeder sagen, bei den entsprechenden Planfeststellungsbehörden würde jeder sagen, bevor wir uns das antun, nicht, dass nachher in der Zeitung steht, dass es keinen Erörterungstermin gab, machen wir einen. Der läuft bei uns einfach so mit. Nicht, sieht aber eben für ein mittelständisches Industrieunternehmen schon wieder komplett anders aus. Nicht? Also das mag sehr situativ sein und mal so rauskommen, mal so rauskommen. Gleiches gilt natürlich für die materiellrechtlichen Anforderungen. Die stellen mal eine größere Hürde dar, mal eine geringere, weil ich tatsächlich sagen muss, also bei den naturschutzrechtlichen Anforderungen habe ich noch nie gehört, dass es eine geringere gewesen wäre. Was aber ganz, ganz wichtig ist, Sie fragen ja auch explizit nach dem Verhältnis und ob es in einem angemessenen Verhältnis steht, wenn man da jetzt so bestimmte Justierungen vornimmt zum Schutzniveau. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist auch gerade in dem Vortrag von Frau Wolf und Frau Rüske nochmal deutlich angeklungen. Es geht nicht darum, materielle Standards zu senken, sondern sie sozusagen operabler zu machen. Und es ist zum Beispiel eben tatsächlich so eine Sache, das sagt mir eigentlich jeder oder das sagen mir eben einfach ganz viele Biologen in meinen Vorhaben, dass zum Beispiel der populationsbezogene Ansatz des Artenschutzrechts, entschuldigen Sie, der individuenbezogene Ansatz des Artenschutzrechts, dass der einfach an Sinngrenzen stößt in einer Kultur, in einer Kulturlandschaft, wie sie in so gut wie allen europäischen Ländern vorherrscht. Das macht nur begrenzt Sinn. Wir könnten tatsächlich vielleicht mehr bewirken, wenn wir einen populationsbezogenen Ansatz wählen würden. Also von daher kann ich die Frage, glaube ich, auch, also da würde ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen, dass ich da auch sage, alles, was da diskutiert wird, würde nicht zu einer Verschlechterung von materiellen Standards führen,
ich sage jetzt auch mal aus meiner Anschauung, ich würde das auch im Wasserrecht so sehen. Ich würde das auch im Luftreinhalterecht so sehen. Doch, ich glaube doch, auch da kann man es so sagen. Nicht, es geht nicht darum, sondern es geht darum, die Dinge operabler zu machen. Und wenn sie operabel sind, dann funktionieren sie auch besser und wirken besser. Aber vielleicht, Frau Wolf, Frau Röske, wenn Sie noch was zu Studien zum Thema, wie sehr ist das mit Studien unterlegt, noch was anfügen möchten, gerne. Ja, weil ich angesprochen bin, also eine Studie kenne ich jetzt so auch nicht, aber es ist ja angesprochen, am Ende sind das eben auch ungelöste Zielkonflikte und wir sollten eben versuchen, auch immer das Ganze in den Blick zu nehmen. Wir haben es ja gerade ganz aktuell, wenn ich ein neues Vorhaben habe, eine Änderung, eine Anlage zur Gaseinsparung, Brennstoffwechsel, ja, ist da der Individuenschutz zum Beispiel oder auch wie Sie ausgeführt haben, Dr. Anger, genau richtig, dann so verhältnismäßig, Stichwort Juristen kennen das, Verhältnismäßigkeitsprinzip. Und das sind, glaube ich, die Fragen, über die man sich nochmal in einem eigenen Workshop vielleicht auch verständigen sollte. Aber pauschal zu sagen, wir geben Schutzziele auf, das würde ich so nicht sehen. Also das ist ja genau das, wo man eigentlich vielleicht sogar eher das Gefühl hat, wir verhindern die Zielerreichung eher durch dieses komplizierte, nicht mehr operable Vorgehen. Wir haben uns da irgendwann vielleicht ein bisschen verstrickt. Frau Röske, möchten Sie noch ergänzen von Ihrer Seite aus? Sonst hätte ich noch ein Argument dazu. Also zur Studienlage kann ich nichts sagen, aber ich glaube, wir müssen uns, wir als VCI kämpfen ja für ein modernes Planungsrecht. Ich glaube, wir müssen uns auch über Zielkonflikte ehrlich unterhalten. Also wenn wir sagen, wir wollen die Erneuerbaren ausbauen, wir wollen eine Transformation der Wirtschaft haben und wir haben auf der anderen Seite eben Zielkonflikte mit dem Planungsrecht und sage ich mal, das Naturschutzvorgaben, der Weg sind teilweise auch für Not in My Backyard People Vorhaben zu stoppen. Also ich meine, wir haben ein massives Problem mit dem Ausbau Erneuerbarer, eben aufgrund von dem Wunsch, Transparenz zu erhöhen, aber eigentlich die Anzahl der Klagen zu erhöhen. Und die Frage ist, sind es wirklich immer, sage ich mal, Interessen für den Naturschutz oder sind es nicht häufig auch Einzelinteressen, Individualinteressen, aber den Weg wählend über Klagen mit Verweis auf den Naturschutz? Ich glaube, wenn wir Ziele haben, dann müssen wir auch die Rechtslage dementsprechend anpassen und wir müssen uns auch in die Augen gucken und ehrlich sein. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern und da muss die Politik, also das ist ein Appell an die Politik, die ja auch hier zu Gast ist, auch ehrlich sein. Wenn es ein Vorhaben vor Ort gibt, dann wägt eine Behörde ab und sie wägt Interessen ab. Und wenn wir jetzt den Ausbau der Erneuerbaren beispielsweise nehmen, dann kann es schon sein, dass ich dort ein Haus habe und vor meinem Haus eine Leitung langläuft oder eine Windkraftanlage dahin gebaut wird oder eben im Chemiepark von mir aus auch was energieeffizienter gemacht wird, dann muss ich aber auch ehrlich sein und sagen, ja, du kannst deine Interessen oder deine Belange vortragen, aber am Ende des Tages entscheidet wägt die Behörde die Interessen ab und entscheidet zugunsten, wenn wir jetzt den Ausbau der Erneuerung zum Gunsten eine Transformation dieser Gesellschaft und am Ende des Tages bist du leider die Leidtragende. Da müssen wir auch mal ehrlich sein und sagen, es geht immer um Abwägung. Es gibt Menschen, beispielsweise dessen Wert des Hauses verliert, ja, die werden verlieren. Wir müssen aber auch ehrlich sein und sagen, wenn wir hier gemeinsam den Ausbau der Erneuerbaren, wenn wir eine Transformation wollen, ja, und wir müssen auch ehrlich sein und sagen, nicht, also Menschen, die etwas gegen ein Projekt haben, weil beispielsweise ihr Haus an Wert verliert, die werden wir durch Transparenz auch nicht mitnehmen. Also wenn ich Antragsunterlagen ins Internet einstelle, werde ich jemanden, dessen Haus auf einmal wahrscheinlich 100.000 Euro weniger wert ist, weil da nun mal irgendwas gebaut wird, den werde ich nicht überzeugen. Den kann ich erschlagen mit Fakten. Und das ist auch total menschlich. Also wenn in meinem Vorgarten wahrscheinlich eine Stromleitung langlaufen würde, seien wir ehrlich mit uns selber, dann würden wir auch gucken, wie wir das da verhindern können. Das ist einfach menschlich und da müssen wir eben auch mal ehrlich und offene Kommunikation betreiben. Ja, vielen Dank für den eindringlichen Appell, Frau Röske. Frau von Zittlitz, Sie hatten sich sozusagen gezeigt und deswegen möchte ich Ihnen das Wort jetzt geben. Haben wir zwar keine Frage, aber vorab ist eine Frage mal an Frau Wolf eingegangen. Der VCI spricht ja von Komplexität reduzieren und nimmt immer wieder diese unklare Rechtsbegriffe. Vielleicht können Sie da noch mal erläutern, was konkret damit gemeint ist. Ja, das Umweltrecht ist ja in den letzten Jahren immer wieder einem Wandel unterzogen, auch durch die Überführung von europarechtlichen
neuen Vorgaben. Und wir sehen, dass eben immer wieder unbestimmte Rechtsbegriffe eingeführt worden, zuletzt 2017 der Begriff angemessener Sicherheitsabstand. Also ein Vorhaben muss man dann eben auch großen Gutachten unterziehen, ob jetzt der Sicherheitsabstand eingehalten ist. Angemessen in dem Wort ist eine Wertung enthalten, aber auch Begriffe wie erheblich. Und da ist, denke ich mal, in den letzten Jahren vielleicht auch eben der Kompass ein bisschen unklarer geworden, weil man natürlich auch hier ja, neue Messmethoden hat, aber auch, und das ist eben auch das Thema Transparenz, wenn man immer ja das auch dann einstellt, muss man sich ja rechtfertigen, warum man das entscheidet. Und das ist das, wo wir eben darauf hinweisen, dass wenn es eben jetzt auch Demografiewandel, Fachkräftemangel, dass wir hier einfach eine Unterstützung brauchen. Und ich war selbst ja mal im Ministerium, und wenn es dann 80 Seiten Vollzugshilfe gibt, wo dann wieder weiter etwas erklärt wird, was man aber auch wieder eigentlich nicht klar versteht, da plädieren wir eigentlich für eine Rechtsklarheit und Bestimmtheit der Gesetze. Und wenn Sie jetzt die Regelungen sehen, die eigentlich den Brennstoffwechsel erleichtern sollen, in verschiedensten Fachgesetzen, ich persönlich frage mich, wie soll das jemand umsetzen, der nicht jeden Tag diese Regelung liest, der auch nicht ein Jurist ist. Wenn schon wir als Juristen oftmals darüber brüten, lege ich es so aus oder so. Und da wäre uns irgendwie auch der Mut müssen wir eigentlich haben und vom Gesetzgeber einfordern, dass er sich einfach entscheidet und wirklich möglichst klare Gesetze schafft. Das waren eigentlich so unsere Ideen oder unser Hinweis einfach, oder was heißt zuverlässig. Ja, und natürlich brauchen wir auch die Flexibilität vor Ort, weil alle Anlagen sind ja nicht gleich, gerade in der Chemie, aber so ein doch ungefähr einheitlichen Vollzug, das wäre wünschenswert, um auch eben Stichpunkt Planbarkeit, Rechtssicherheit für Vorhabenträger zu schaffen, weil er natürlich wissen muss, kann ich hier eine Wasserstoffelektrolyse, eine Lackieranlage, kann ich das realisieren oder ist es gleich nicht möglich? Und man muss immer beachten, viele unserer Standorte stehen eben im konzernweiten Wettbewerb und da spielen diese Fragen eben schon eine Rolle, wie weit hier auch mein Vollzugsbeamter entscheidet. Und wir plädieren immer ja auch dafür, frühzeitig mit den Behörden in Kontakt zu treten, frühzeitig sich zu verständigen, wie wird das von der Behördenseite gesehen. Wir wissen, das sind natürlich nicht Partner, aber trotzdem, da muss man zum gemeinsamen Verständnis kommen. Vielen Dank. Herr Dr. Mayer, weitere Vorabfragen gab es zu dieser Runde nicht. Ja, vielen Dank, Frau von Zedlitz. Vielen Dank nochmal, Frau Wolf, Frau Ruske und Dr. Christoph Anger für die interessanten Ausführungen in den Impulsvorträgen. Ja, einige Aspekte sind genannt. Thema Bürgerbericht, Thema Beschleunigungselemente implementieren, beispielsweise im Kontext Ausweitung der Option zur Zulassung des vorzeitigen Beginns, aber zum Beispiel, was die materiellrechtlichen Prüfungen im Rahmen Artenschutzthematik angeht, was das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, Erörterungstermine angeht, Verzicht möglicherweise als eine Option. Und deswegen freue ich mich jetzt auf sozusagen den Hauptpart des heutigen Tages, die entsprechende Diskussion zum Thema schnellere Genehmigungsprozesse zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ich freue mich auf folgende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der heutigen Diskussionsrunde. Bitte entsprechend die Diskussionsteilnehmenden ihren Bildschirm anzumachen, damit alle sie auch entsprechend sehen können. Ich freue mich zunächst ganz herzlich begrüßen zu dürfen Frau Lia Polocek. Frau Lia Polocek ist Leiterin der politischen Planung beim BUND. Schön, dass Sie dabei sind. Als nächstes freue ich mich, Herrn Dr. Markus Frank begrüßen zu dürfen. Herr Dr. Markus Frank ist Vorsitzender des Arbeitskreises Genehmigungspflichtige Anlagen im VCI und darüber hinaus ist er tätig im Unternehmen DAO Deutschland Anlagengesellschaft MBH. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Dr. Frank. Des Weiteren begrüße ich in der Runde Herrn KW Mansouri, Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD und auch, das weiß ich, seit Jahren sich intensiv befassend mit dem Thema Beschleunigung von Planungsgenehmigungsverfahren. Schön, dass auch Sie mit an Bord sind. Und zum Schluss, last but not least, Herr Thomas Mayer. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Sie sind Leiter der Abteilung Genehmigungsverfahren, insbesondere im Bereich des Vollzuges bezogen auf chemische Anlagen, unterwegs im Gewerbeaufsichtsamt Hannover.
Und starten, vielleicht noch ein Hinweis in die Runde. Wir werden jetzt entsprechend mit einer Fragerunde an die Diskussionsteilnehmer starten. Und Sie haben dann nachher alle Teilnehmenden sozusagen der heutigen Veranstaltung Möglichkeit, entsprechend Ihre Fragen zu adressieren. Da bitte ich entsprechend, besteht die Möglichkeit der Chat-Funktion, aber sehr wohl können Sie auch direkt Fragen dann entsprechend stellen. Diese Möglichkeit werde ich Ihnen dann nachher entsprechend eröffnen. Und sozusagen als Auftakt, wir haben ja eben schon einige Themen gehört, wo es so vielleicht in der Praxis, was das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren angeht, derzeit noch hakt. Direkt mal die Frage in die Runde. Welche Probleme sehen Sie im Hinblick auf die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren? Und ich starte damit gerne bei Ihnen, Frau Polocek. Sie haben das Wort sozusagen als erster diese Frage zu beantworten beziehungsweise Ihre Einschätzung dazu abzugeben. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, bei der Frage würde ich ganz gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil die Frage unterstellt ja schon, dass wir ein generelles Problem haben mit Planung und Genehmigung und dass die nicht schnell genug gehen. Und tatsächlich befinden wir uns ja in einer Situation, in der die planetaren Grenzen überschritten sind, in der wir in einer Klimakrise sind und das Artensterben radikal voranschreitet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir eine strikte Priorisierung brauchen von Projekten nach Klima- und Umweltnutzen. Das ist heute schon häufiger auch gefallen, aber ich glaube, das müssen wir auch strikt umsetzen. Beispielsweise im Verkehrsbereich lässt sich das recht einfach aufmachen. Da haben wir gerade eine Situation, in der weiterhin Gelder, Planungsbaukapazitäten für den Neubau von Autobahnen, Bundesfernstraßen ausgegeben werden sollen, während gleichzeitig Brücken und Straßen marode sind. Also hier braucht es auf jeden Fall eine Umschichtung. Und es sollen gleichzeitig auch noch Moore, Wälder zerstört werden für den Ausbau von Fernstraßen. Das heißt, wir haben kein generelles Problem einer Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, sondern es braucht eine Umschichtung, es braucht eine Priorisierung von solchen Projekten für den Klimanutzen. Das heißt, generelle Lösungen zur Beschleunigung von Planung und Genehmigung sehen wir nicht notwendig. Das sieht ganz anders aus im Bereich der erneuerbaren Energien. Und da gab es in diesem Jahr ja auch einen Vorstoß. Das begrüßen wir auch, dass es da endlich zu einer Beschleunigung gekommen ist. Und tatsächlich gab es ja da auch Möglichkeiten wie Artenschutz, wie geht das zusammen? Und da müssen dann eben auch Möglichkeiten gefunden werden, wie man da zueinander kommt. Da auch ja ne, die 2% der Landesfläche, die jetzt umgesetzt werden, und da auf der Ebene der Raumordnung zu einer Lösung zu kommen. Vor allem, und aber das betrifft ja hier explizit den Bereich, wo es wirklich um eine Beschleunigung, wo es einen Vorrang geben musste von Klimaverfahren. Und wenn man auf die Chemieindustrie schaut, dann geben sich ja im Moment noch ganz andere Herausforderungen im Blick auf die Zukunftsfähigkeit. Da geht es ja nicht nur darum, gefährliche Stoffe durch unbedenklich zu ersetzen und auch zu einer Dekarbonisierung zu kommen, sondern die planetaren Grenzen zu überschritten. Wir brauchen eigentlich eine absolute Reduktion von Ressourcen. Und das bedeutet auch für die chemische Industrie, für eine zukunftsfähige chemische Industrie, dass absolute Mengen reduziert werden müssen, Einwegplastik etc. Und diese Herausforderung habe ich hier noch gar nicht abgebildet gesehen. Ja, vielen Dank für Ihre einleitenden Ausführungen, Frau Polocek. Sie haben direkt die chemische Industrie sozusagen angesprochen, adressiert. Deswegen passt das, glaube ich, der Übergang perfekt. Herr Dr. Frank, was ist Ihre Einschätzung zum Thema der aktuellen Probleme oder nicht bestehenden Probleme? Frau Polocek meinte ja, wir brauchen lediglich eine Umschichtung bezogen auf die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ja, also vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf heute. Mal ganz kurz nochmal zu den neuen Punkten, die wir beim VCI ja auch bei uns im Arbeitskreis erarbeitet hatten über die letzten Jahre, die man eigentlich in drei Teile einteilen kann, nämlich den Vollzug vor Ort, dann das auch auf nationaler Ebene passiert und letztendlich das Europarecht. Also das sind praktisch, daraus entspringen ja diese drei neuen Vorschläge und dort kann man überall ansetzen. Und jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema chemische Industrie, Energieprojekte, Priorisierung, da sollte man vielleicht noch mal als Antwort auf meine Vorrednerin, alles hängt mit allem zusammen. Wir können nicht einseitig an einer Ecke, wir müssen natürlich priorisiert, aber wir können nicht einseitig bestimmte Projekte beschleunigen und alles andere praktisch als zweitrangig betrachten, sondern wir müssen schon anschauen, wo sind diese ganzen Zusammenhänge, was hängt mit wo zusammen. Wir sehen das ja auch gerade jetzt bei der Energiekrise. Ne? Dadurch, dass wir
bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen. Auch in der chemischen Industrie erzeugen wir Mangel an bestimmten Dingen und an bestimmten Produkten, die wir aber auch ganz dringend brauchen, um den Umweltschutz voranzutreiben. Also wenn wir keine Flockungsmittel mehr bekommen, um unsere Kläranlagen zu betreiben, dann können wir die Werte nicht einhalten. Also wir müssen schon ganz genau schauen, wie alles miteinander zusammenhängt. Und das ist ein bisschen kurz gegriffen, wenn wir nur sagen, wir beschleunigen jetzt nur Windkraftanlagen oder Energieprojekte, sondern wir müssen uns wirklich den Gesamtzusammenhang anschauen. Und deswegen plädieren wir dafür, dass wir alles anschauen müssen und alle Projekte, die wichtig sind, und das sind fast alle Projekte in der chemischen Industrie, auch beschleunigen müssen. Und wie gesagt, dann haben wir eben diese verschiedenen Ansätze. Und wir plädieren dafür, dass man sich eben nicht nur auf lokaler, also auf dem Vollzug, auf nationaler Ebene, sondern auch auf Europaebene einsetzt. Wir können nicht immer hingehen und sagen, oh, das Europarecht, also das ist Gott gegeben und wir können nichts tun, sondern die Bundesregierung hat auch eine Aufgabe, unserer Meinung nach, in Europa dafür zu sorgen, dass das, was aus Europa kommt, wieder bei uns umgesetzt werden kann. Ne? Und dann kann man natürlich darüber reden, wie wir es in Deutschland umsetzen. Aber wenn bestimmte Regelungen aus Europa kommen, sind uns die Hände gebunden. Und dafür, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir gerade bei der Industrie-Emissionsrichtlinie, die im Moment in der Überarbeitung ist, dafür sorgen, dass nicht noch mehr Bürokratie bei uns hineinbricht, sondern dass auch dort Regelungen gefunden werden und vielleicht sogar Vereinfachungen gefunden werden, die wir dann hier in Deutschland wieder nutzen können, um Verfahren zu beschleunigen. Ja, vielen Dank für Ihre erste Einschätzung, Herr Dr. Frank. Herr Mansouri, jetzt haben Sie sozusagen schon zwei verschiedene Auffassungen, die nicht ganz übereinstimmen, sondern unterschiedliche Aspekte aufgreifen. Einmal vom BUND und auch jetzt im Bereich der Vorhabenträger von der chemischen Industrie. Glaube ich, auch diese Gratwanderung, in der Sie dann stecken, was die politische Ausrichtung angeht, aus Ihrer Sicht, was sind dann so die Probleme im Bereich oder nicht vorhandenen Probleme im Bereich der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Herr Mansouri. Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht auf Frau Polocek insoweit reagieren, als dass ich das Argument teile, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, mit in diesem Zeitalter der Veränderung dafür zu sorgen, dass unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Und trotzdem würde ich das nicht teilen, dass wir jetzt in der Frage der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung es ausschließlich mit einem Priorisierungsthema zu tun haben, sondern die Verfahren dauern insgesamt zu lang. Und ich finde, wir müssen auch abschichten, welche Diskussion ins Recht gehört und welche ins Parlament. Also die Frage der Priorisierung ist eine politische Frage. Sie ist keine, die wir mit langsamen Verfahren zu lösen haben. Und insoweit sehe ich schon den Handlungsbedarf auf allen Ebenen, dass bestimmte Verkehrsinfrastrukturprojekte, bis alle Beschlüsse getroffen sind, bis wir Rechtssicherheit haben, 40 bis 50 Jahre dauern. Das ist, finde ich, auch demokratiepolitisch ein gigantisches Problem, weil am Ende diejenigen, die Entscheidungen getroffen haben, beim Vollzug nicht mehr dabei sind. Und das rührt ganz massiv auch an der Akzeptanz dieser Projekte. Ich kann das aus meinem eigenen Wahlkreis in Frankfurt am Main beschreiben, wo seit 50 Jahren über den Anschluss der A66 an die A661, Stichwort Riederwaldtunnel, diskutiert wird. Wenn man heute ein solches Verkehrsprojekt planen würde, man würde sich die Frage stellen, wie können wir eigentlich ein Verkehrsproblem im Rhein-Main-Gebiet lösen? Da käme niemand auf die Idee, da eine Autobahn unter der Stadt durchzubauen. Aber zu der Zeit, als das geplant worden ist, ist das die Lösung gewesen. Und da sind alle Beschlüsse eingeholt worden, da sind alle Abwägungen getroffen worden, da ist Rechtssicherheit geschaffen worden, da sind auch Kompromisse getroffen worden mit den Umweltverbänden. Und jetzt, wo das Projekt kurz vor dem Vollzug steht, jetzt wird sozusagen aus Teilen der Bewegung gefordert, jetzt mit den Planungen gänzlich von vorne anzufangen. Ich glaube schon, dass das irgendwann auch ein Problem ist, weil die Menschen nach links und rechts in autoritäre Systeme gucken und feststellen, wir schaffen hier im Grunde kein einziges Infrastrukturprojekt in einer angemessenen Zeit. Und deswegen glaube ich, müssen wir
an das Thema Beschleunigung auf allen Ebenen ran. Über die Instrumente werden wir heute noch sprechen. Das ist sicherlich jetzt auch in diesem Jahr massiv beschleunigt vor dem Hintergrund von Energieknappheit, vor Lieferkettenengpässen. Wir konzentrieren uns stark auf das Thema der erneuerbaren Energien. Aber ich glaube, vieles von den Instrumenten und Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, über die wir heute auch sprechen werden, die eignen sich auch für andere Bereiche des öffentlichen Wirtschaftsrechts. Das Thema Anlagenzulassung ruft der VCI ja regelmäßig in Erinnerung. Deswegen glaube ich, wird uns das Thema auch über dieses Jahr 2022 hinaus beschäftigen. Und trotzdem würde ich ganz selbstbewusst als Parlamentarier sagen, was wir in diesem Jahr schon auf den Weg gebracht haben, das ist für das Reformtempo, das üblicherweise im öffentlichen Wirtschaftsrecht herrscht, schon recht bemerkenswert. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Bansouri. Dann reicht das Wort direkt weiter an Herrn Mayer. Ist das eine oder andere an Beschleunigung schon angekommen in der Genehmigungspraxis bei Ihnen? Und wie sehen Sie das Thema der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren? Also die rechtlichen aktuellen Änderungen sind natürlich bei uns angekommen. Und die Umsetzungen haben natürlich auch so ihre Herausforderungen. Aber vielleicht muss ich noch mal kurz anfangen. Ein Planungs- und Genehmigungsverfahren ist ein Verwaltungsverfahren. Und wenn immer gesagt wird, noch schneller machen, irgendwann hört es auf. Also es wird eine gewisse Zeit dauern, das muss man auch mal akzeptieren. Was aber viel wichtiger ist für uns, für Umwelt und für die Wirtschaft ist, dass wir zeitlich planungssichere Verfahren bekommen. Und da ist es nicht viel hilfreich, wenn wir versuchen, hier und da noch ein, zwei Tage schneller zu werden, sondern wir müssen verhindern, die Verzögerung in einem Genehmigungsverfahren, was auftreten kann, dass wir die ausblenden. Herr Mansouri hat es genau richtig gesagt. Wir müssen eine politische Diskussion aus diesem Verwaltungsverfahren heraushalten. Die politische Diskussion, ob wir bestimmte Anlagen haben wollen oder nicht, ob wir sie schneller haben wollen, die gehören in die Parlamente, aber nicht in ein Genehmigungsverfahren. Und das sind genau die Aspekte, diese Diskussion, diese Debatten, die hier zu Verzögerungen auch führen, auch ganz praxisnah. Also noch schlimmer ist es, wenn wir gerade mit einem Verfahren in Kommunalwahlen oder Landtagswahlen sind, dann ist das hier ein Horror für uns in der Genehmigungsbehörde, weil jede Seite möchte neue Informationen haben und noch schneller als die andere Seite und dann sollen wir Rede und Antwort stehen. Das verzögert hier erstmal alles. Aber das ist jetzt nicht der Standard. Wichtig ist, dass wir im Genehmigungsrecht einfache Formulierungen bekommen. Es wurde schon angesprochen, das EU-Recht von Herrn Dr. Frank, das sehe ich nicht so für das Problem. Das sehe ich eher als guten Weg. Nur was wir in Deutschland daraus machen teilweise, das wird zu kompliziert. Wir haben so viele Gesetze, Vorschriften, die wir im Genehmigungsverfahren jetzt neuerdings berücksichtigen müssen, die aber in den verschiedenen Formen unterschiedlich umgesetzt werden. Also ein Beispiel, Paragraph 10, Umsetzung der CBSO 3-Richtlinie und AID-Richtlinie zum Genehmigungsverfahren. Bei dem einen Örtungstermin, bei dem anderen nicht. Wenn man sich die Richtlinien anguckt, stehen die eigentlich wortgleich da. Und hier ein Appell an die Gesetzgeber, dass wir einfache Regelungen im Genehmigungsrecht bekommen, die man auch in der Praxis einfach umsetzen kann. Und das war's erstmal. Vielen Dank, Herr Mayer. Jetzt kommen wir sozusagen, also vielen Dank den Teilnehmenden für die interessanten Ausführungen zum Thema Dauer von Planungsgenehmigungsverfahren. Und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen natürlich in der weiteren Fragerunde ins Detail einsteigen. Wir haben ja eben schon, oder Sie haben auch schon einige Dinge angedeutet, angesprochen, aber wir haben ja eben auch schon in den Impulsvorträgen die ein oder anderen Vorschläge, was das Thema Bürgerbericht angeht, was das Thema Ausweitung der Optionen der Zulassung des vorzeitigen Beginns angeht, was eine Verschlankung oder Vereinfachung bei der materiellrechtlichen Prüfung im Bereich Artenschutz angeht, solche Optionen ja schon angesprochen. Und jetzt meine Frage konkret an Sie, welche konkreten Maßnahmen aus Ihrer Sicht sollten meines Erachtens dann auch zeitnah ergriffen werden, weil die Zeit drängt, um die entsprechenden Innovationen zu tätigen, damit die klima- und umweltbedingten Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden können. Welche Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht ergriffen werden, damit wir entsprechende Genehmigungsprozesse optimieren? Und da gebe ich das Wort direkt als erstes wieder an Frau Polocek vom BUND.
Ja, zunächst mal muss ich sagen, bin ich etwas schockiert, welche Maßnahmen hier heute vorgeschlagen wurden. Also, dass da Öffentlichkeitsbeteiligung, der Erörterungstermin gestrichen werden sollen, dass das die ersten Maßnahmen sind, die einfallen tatsächlich. Und im Chat wurde es ja gerade auch schon gesagt, der Erörterungstermin ist es oft vor Ort ein guter Termin, um sich zu verständigen, in den Dialog zu kommen, und der verkürzt tatsächlich Verfahren. Also, dass das ein erster Vorschlag ist und die weiteren Vorschläge, das schockiert, zumal tatsächlich häufig die Gründe für Verzögerung, ja, also wenn man wirklich schaut auf die Dauer, es gibt ja einige Erhebungen auch dazu, das liegt an der Unvollständigkeit von Antragsunterlagen, es liegt auch am schlechten Planungsmanagement, und ein Punkt, auf den wir uns, glaube ich, hier einigen können, ist auch, dass es an fehlendem Personal in den Behörden liegt und auch einer fehlenden Schulung und unausreichenden Schulung. Also ich glaube, da ist ein großer Ansatzpunkt für die Politik noch zu handeln, und das ist auch ein Punkt, wo wir uns hier einigen können, dass es eben, dass es Personal noch braucht vor Ort und auch eine viel bessere Schulung. Genau, aber wirklich grundsätzlich die Beteiligung von Bürgerinnen und Umweltverbänden an Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass das prinzipiell gemeinwohlfördernd ist und auch eben Umwelt- und Naturschutzstandards sichert, davon würde ich hier gerne ungerne abrücken und war doch sehr schockiert über die Ausführungen vorhin. Ja, Frau Poloschek, danke für Ihre Ausführung, Ihr Statement dazu. Herr Dr. Frank, wie sehen Sie die Möglichkeiten, Maßnahmen zu ergreifen, zu optimieren, damit entsprechend Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden? Wir haben ja gerade schon gehört, das Thema Verzicht auf Erörterungstermine wird vom BUND sehr kritisch gesehen. Zu den anderen Ausführungen hatten Sie jetzt noch keine Stellung bezogen, Frau Poloschek, aber das können Sie ja vielleicht dann gleich im Nachgang gerne noch tun. Wie ist Ihre Auffassung, Herr Dr. Frank? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu der Öffentlichkeitsbeteiligung. Das ist ja auch heute das Hauptthema. Also natürlich ist, glaube ich, keiner hier hat gesagt, dass die Öffentlichkeit sich nicht beteiligen darf. Die Frage, die sich ja stellt, ist, in welcher Form und was ist sinnvoll und was ist weniger sinnvoll. Und dann kommen wir ja wieder zurück auf die Antragsunterlagen, die wir vorher schon diskutiert haben. Ja, und auch das, was jetzt ja auch aus Europa wieder kommt, in der Industrieemissionsrichtlinie. Also muss man alle Antragsunterlagen vollständig im Internet finden oder reicht es auch, dass man sie in eine Form bringt? Und darüber kann man ja gern diskutieren mit den Umweltverbänden, wie diese Form sein sollte, sodass die auch besser verständlich ist und dass man auch das, was man wissen will, findet und dass man das nicht in Tausenden von Seiten suchen muss. Also das ist wirklich, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Und die andere auch nochmal wie organisieren wir Verfahren? Natürlich ist es ganz wichtig, das wurde ja auch schon gesagt, dass man sich sehr frühzeitig mit den Behörden ins Benehmen setzt, wie so ein Verfahren durchzuführen ist, was gefordert ist. Und da kommen wir auch zurück, sind Antragsunterlagen vollständig oder nicht. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber wenn man das vorher abspricht und genau plant, und das ist alles wichtig und genau diese Instrumente, die wir auch nutzen müssen, das müssen wir sicher noch verbessern und an einer anderen Stelle. Aber wir haben natürlich schon das Problem, dass die materiellen Anforderungen deutlich gestiegen sind. Die Zahl der Gutachten, die wir erstellen müssen, die aus diesen verschiedenen Rechtsbereichen kommen, wie zum Beispiel auch dem Wasserrecht, so also Fragen wie zum Beispiel Verbesserungsgebot oder Verschlechterungsverbot. Also diese Fragen, die wir damit, wenn die zutreffen, mit Gutachten belegen müssen, die wiederum von irgendjemand in der Behörde gelesen werden müssen, die teilweise 100 Seiten plus sind, wo auch, wenn man sie dann auch liest, nicht viel drinsteht, was substanziell ist. Das alles müssen wir so in eine vereinfachen, in einer Form, dass sie auch von den Behörden klar zu entscheiden sind. Und da ist es ja auch wieder eine Frage, wie kommen Entscheidungsprozesse zustande? Ne? Ist das auch wirklich auf der untersten Ebene in den Behörden anzusiedeln oder kann man das nicht auch irgendwie bündeln, sodass Entscheidungen auch an hoher Stelle in den Behörden getroffen werden für solche Projekte, wo dann auch vielleicht mehr Rückendeckung ist für den jeweiligen Beamten, der eben im Detail entscheiden muss. All das sind Möglichkeiten, die wir diskutieren sollten. Und ich denke, da finden wir auch Lösungen, um Verfahren zu beschleunigen. Ja, Frau Poloschek, wollen Sie noch kurz ergänzen zu den anderen Punkten? Ich hatte es gerade angeboten. Ja, sehr gerne. Ich wollte es mir noch aufheben, auch für den letzten Punkt. Tatsächlich, also auch die Vorschläge zum frühen Baubeginn, zum Faktenschaffen hier. Das ist natürlich was wir so überhaupt nicht begrüßen,
Und auch der letzte Vorschlag, Sie hatten gesagt, es geht nicht um die Senkung materieller Standards, aber tatsächlich eine Ausnahmeregelung, die hier gefunden wurde für Windanlagen und die auch tatsächlich noch verbesserungsbedürftig ist aus unserer Sicht, aus Artenschutzsicht, beispielsweise diese abschließende Liste, die da getroffen würde. Das jetzt auszuweiten auf alle Infrastrukturverfahren halte ich für sehr gefährlich und auch genau die anderen Ausführungen, da Fakten zu schaffen, wirklich und Naturräume zu zerstören, die eben, Sie hatten es gerade ja selbst angeschnitten, was auch in vielen Fällen überhaupt nicht möglich ist, halte ich für sehr bedenklich. Wir sehen ja auch schon erste andere Vorschläge tatsächlich, die in so eine Richtung gehen. Die FDP schlägt ja gerade auch vor, eine Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren, wo es auch darum gehen würde, eilbedürftige Klagemöglichkeiten zu streichen, eben auch für alle Verfahren. Und auch das sehen wir natürlich sehr kritisch. Und das beschleunigt auch tatsächlich nicht die Verfahren, das muss man auch noch mal dazu sagen. Also die Vorschläge, die kommen, setzen nicht an den Wurzeln da an, wo Verfahren beschleunigt werden könnten. Ja, vielen Dank für Ihre Ergänzung, Herr Mansouri. Welche Maßnahmen, Möglichkeiten, Sie haben ja gerade schon die Beschleunigungsgesetzgebung, Osterpaket, Sommerpaket etc. angesprochen. Wir kennen ja alle das Thema LNG-Beschleunigungsgesetz, das Thema Planungssicherstellungsgesetz und dann natürlich immer wieder das Aufeinandertreffen von den unterschiedlichen Interessen, die da natürlich teilweise geleitet sind. Artennaturschutz hatten wir gerade schon angesprochen, sicherlich eins der Top-Themen in dem Bereich, meines Erachtens auch, was die künftigen Jahre, Jahrzehnte angeht, was Beschleunigungseffekte angeht. Was sind Ihre Vorschläge, Maßnahmen oder Ideen, künftig Optimierung erzielen zu können? Ja, ich glaube, man muss erstens sagen, dass ja eine ganze Menge in diesem Jahr schon auf den Weg gebracht worden ist. Das sollte, finde ich, auch zum Ende des Jahres, zum Anfang des nächsten Jahres auch mal als Paket evaluiert werden, sodass wir dann auch mal genau ableiten können, wo sind Pfade eingeschlagen, die sich für das weitere öffentliche Wirtschaftsrecht eignen. Ich will vielleicht zur Ergänzung der Ausführungen von Herrn Mayer sagen, wenn im politischen Raum über die Planungsbeschleunigung gesprochen wird, dann ist damit nicht nur gemeint, dass die Verwaltungsbehörde als solche schneller arbeitet, sondern wird sie im Grunde der gesamte Prozess einschließlich der, ich nenne das mal, politischen Diskussionen im Vorfeld und der anschließenden gerichtlichen Kontrolle angeschaut. Mir macht so ein bisschen Sorge, der Zungenschlag, den jetzt diese Diskussion auch so ein bisschen eingenommen hat, dass das eine gegen das andere ausgespielt werden solle. Das ist jedenfalls, ich kann das für die Ampelkoalition sagen, nicht das Ziel und nicht der Wunsch, sondern es geht darum, mit einer gesunden Portion Pragmatismus im Sinne der Ziele, die Frau Polocek stark gemacht hat, zu einer konsequenteren und schnelleren Modernisierung unserer Gesellschaft zu kommen. Und am Ende nützt das schärfste Artenschutzrecht nichts, wenn wir keine Mittel finden, den menschengemachten Klimawandel zu bekämpfen. Das ist einer der Gründe, warum wir im Verhältnis Artenschutzrecht und Genehmigungsrecht jetzt den Weg auch der Standardisierung mit Blick auf die Windenergieanlagen gegangen sind. Bewusst nicht, um hier das Artenschutzrecht zu schleifen. Ich hoffe, dass das auch so vom BUND nicht bewertet wird, sondern im Grunde Möglichkeiten zu schaffen, rechtssicher auch in den Behörden schnell zu Entscheidungen zu kommen. Und deswegen gibt es eben, Frau Polocek hat das gesagt, für 26 Brutvogelarten abschließend im Grunde ein Katalog bei der Prüfung von Windenergieanlagen, wo man für jede dieser Vogelarten also im Grunde spezifische Abstandszonen sehen kann und die Verwaltungsbeamtin, der Verwaltungsbeamte im Grunde eine Checkliste durchgehen kann, welche Vogelart handelt es sich, in welchem Abstand befinden wir uns, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wenn sie erforderlich sind, sind auch im Gesetz im Katalog Maßnahmen genannt, die da umgesetzt werden können. Also im Grunde eine Standardisierung der Prüfung mit einem hohen Schutzniveau, damit wir nicht in jedem Verfahren wieder bei Adam und Eva anfangen und uns mit Gutachten schlachten, im Grunde wechselseitig aufhalten. Und ich glaube schon, dass dieses Thema Standardisierung etwas ist, was sich eignet. Und da müssen wir sehr genau hingucken, wo das implementiert werden kann. Gerade da,
wo sehr viele Einzelfallentscheidungen getroffen werden, wo sehr viele Gutachten zum Einsatz kommen, die fressen enorm viel Zeit. Das liegt nicht an den Verwaltungsbehörden, sondern das liegt eben daran, dass in jedem Verfahren solche Entscheidungen getroffen werden müssen. Und deswegen glaube ich schon, dass das so ein Instrument ist. Ein weiteres ist die stärkere Digitalisierung der Verfahren. Das PlanSIG ist genannt worden. Künftig muss es natürlich auch um das Thema Schnittstellen für Einreichung von Genehmigungsunterlagen, also dieses Thema Building, Modeling, Information gehen. Ja, eines der Projekte, die die Koalition noch angehen will. Alles auch unter den kritischen Anmerkungen, die der VCI ja auch schon mehrfach gemacht hat. Stichwort, wie kann dann in einem digitalisierten Verfahren verhindert werden, dass es zu Industriespionage kommt, nicht nur mit Blick auf wirtschaftliche Interessen, sondern wenn ich jetzt an hybride Kriegsführung denke, auch an die öffentliche Sicherheit unserer Infrastruktur. Also alles Punkte, die wir uns anschauen. Und mir ist wichtig, dass wir uns nicht nur das materielle Recht und das Prozessrecht anschauen, sondern vor allem auch überlegen, was untergesetzlich passieren muss. Also gerade komplizierte Genehmigungsverfahren, die genehmigen sich halt nicht von selbst, sondern da sitzt halt fachlich qualifiziertes Personal. Und wenn wir jetzt über 20 Jahre im Grunde einen Personalabbau erleben, auf allen Ebenen, dann führt das zu Verfahrensverzögerungen. Wir haben jetzt dieses Jahr mit Blick auf große Infrastrukturvorhaben einen pragmatischen Weg eingeschlagen, indem wir gesagt haben, wir wollen in bestimmte Verfahrenstypen ermöglichen, dass da private Prozessmanager, Projektmanager eingesetzt werden können, die im Grunde vorbereitend als Unterstützung der Verwaltung tätig werden. Das ist einfach ein pragmatischer Weg, um möglichst schnell personelle Ressourcen für die Unterstützung der Verwaltung zu gewinnen. Aber langfristig müssen wir uns natürlich Gedanken machen über die personelle Ausstattung, auch im Verhältnis Bund und Länder. Da gibt es diverse Vorschläge, beispielsweise mit so Ansätzen wie Inhouse-Consulting, wo bestimmte zentrale Einheiten andere Verwaltungseinheiten unterstützen können. Nur mal exemplarisch drei Punkte zu nennen. Also einfache Gesetze, leichter handhabbare Gesetze durch Standardisierung, ausreichendes Personal und vor allem in dem politischen Bereich auch mehr Akzeptanz. Und da würde ich das teilen, was Frau Polocek sagt, wenn das den Charakter bekommt, dass es jetzt im Grunde darum geht, die Bürgerbeteiligung als lästig abzurasieren, dann werden die Widerstände sich einfach auf einen anderen Zeitpunkt verlagern. Und eigentlich muss das Ziel sein, das Signal auch von der Politik auszusenden. Wir wollen das gemeinsam anpacken, weil wir mit Blick auf unsere Zukunft keine Zeit zu verlieren haben. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch zu einem dialogartigeren Ansatz der Verwaltung kommen. Häufig hat es ja den Charakter, die Verwaltung geht dann raus in die Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn sie eigentlich längst weiß, was sie machen will. Und ab dann befinden sich Verwaltung und Politik eigentlich nur noch in einem Abwehrkampf. Und das müssen wir eigentlich umkehren im Sinne von, wie können wir gemeinsam bestimmte Hürden überwinden, möglicherweise zu einem Zeitpunkt, wo das noch geht, auch die Planung anpassen, damit wir dann die Akzeptanz erhöhen. Klar ist dann aber auch, dass wenn einmal Entscheidungen getroffen sind, auch durchgezogen werden müssen. Und deswegen werbe ich auch sehr für klare Stichtagsregelungen mit Blick auf die Sach- und Rechtslage, die dann zur Entscheidung herangezogen wird. Also dass dann 10 Jahre nach der ursprünglichen Planung irgendetwas Neues entdeckt wird und die Planung von Neuem beginnen soll, das würde dazu führen, dass wir im Grunde den Infrastrukturausbau überhaupt nicht hinbekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir auch an der Stelle mehr Konsequenz brauchen. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet, aber ich glaube, es war notwendig. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Mansouri. Herr Mayer, es sind ja eben schon einige Punkte angeklungen, so Thema Auslastung und Ausstattung, Behörden, Schulung, Behörde etc. Welche Maßnahmen sehen Sie als erforderlich an, um das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren zu optimieren bzw. zu beschleunigen? Also erst einmal danke an Herrn Mansouri, dass der Gesetzgeber uns Behörden nicht noch mehr Zeit unter Druck setzen möchte mit seinen neuen Gesetzen. Das sehen wir so auch nicht. Personell, ja, ist ein Problem. Wir konkurrieren mit der Wirtschaft. Also wenn wir freie Stellen haben, ob wir denn welche nachbesetzen können, ist ein Problem. Aber das haben momentan alle. Das betrifft auch die Umweltverbände, mit denen wir hier sehr viel Kontakt haben, dass denen auch die Manpower so ein bisschen fehlt. Genauso wie der Industrie. Und so ist es auch bei uns Behörden. Und ich will es auch nicht so stehen lassen, dass hier Wirtschaft versus Umweltbehörden oder Naturschutzverbände sind. Ganz im Gegenteil, unsere Erfahrungen sind eigentlich die, dass die Umweltverbände
bei den Antragserstellungen schon mitwirken. Sie wollen zwar nicht namentlich genannt werden, dass sie mitwirken, das hat manchmal vielleicht so nach außen einen anderen Charme, aber sie arbeiten mit, sie sind sehr produktiv damit und diese Verfahren laufen eigentlich auch sehr gut. Heißt aber nicht, dass bei diesen Verfahren keine, ich sage es mal, Einwendungen entstehen von Bürgern. Ein Beispiel vielleicht, ein Umspannwerk, was hier in Niedersachsen genehmigt werden sollte und ist. Da wurden Einwendungen eingegeben, sehr viele, und die wenigsten kamen aus Niedersachsen. Viele aus Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Und nochmal ein Genehmigungsverfahren im BIMSG ist ein Verfahren, wo wir die Umweltauswirkungen auf die Betroffenen eigentlich bewerten und am Ende eine Entscheidung treffen. Die Frage stellt sich schon, inwieweit jemand in Bayern von einem Umspannwerk in Niedersachsen betroffen sein kann. Das ist jetzt nicht nur Umspannwerk, das ist jetzt mal die Energiewende aktiv, aber es geht auch bei Schlachtanlagen. Ne? Also ich will jetzt nicht wieder auf einzelne Anlagen gehen. Zum Gesetzgeber nochmal. Wir haben jetzt einzelne Aspekte, Windkraftanlagen, was sehr gut ist, was ich auch sehr zielführend finde. In der Praxis haben wir sehr viele Gespräche, gerade wenn wir Transformation, Energietransformation diskutieren, im Zusammenhang Windkraft mit Wasserstoff. Die Elektrolyse ist ein Chemieprozess, eine Chemieanlage, auch europarechtlich. Und wenn wir jetzt ein Anlagenkonzept haben, eine Vision, und da haben wir jetzt gerade mehrere hier in Niedersachsen, Windkraft mit Wasserstoff, dann kann man Windkraft schnell machen, sage ich jetzt mal ganz kurz, und Wasserstoff nicht so schnell. Das heißt, das Gesamtprojekt dauert genauso lange wie vorher. Da eine Anregung an den Gesetzgeber, dass man wirklich eine Standardisierung, eine Flexibilisierung auch in den Genehmigungsrechten hat, sodass wir alle Anlagen mit einem System im Genehmigungsverfahren bearbeiten können. Heißt nicht keine Öffentlichkeitsbeteiligung, im Gegenteil. Wir wollen eigentlich die Information der Öffentlichkeit über Internet mit diesen Fragestellungen aus der Industrie. Nicht alles muss man veröffentlichen. Oma Erna aus der Nachbarschaft muss diesen Chemie-Cocktail nicht nachkochen können, sondern es geht hier um die Umweltauswirkungen. Digitalisierung haben Sie angesprochen. Wir sind hier in Projekten national, deutschlandweit, elektronische Antragstellung, also ein einheitliches Antragssystem. Viel Diskussion, aber wir sind ein Land aus 16 Bundesländern und da sollte es möglich sein, dass wir einen Antragsformularkatalog haben, ähnlich wie bei Steuern. Das will jetzt nicht sagen, Steuereintragung oder Steuerformulare sind einfach, nein. Genauso ist es bei Genehmigungsrecht auch nicht, aber es ist eine Vereinheitlichung. Das Veröffentlichen von Antragsunterlagen im Internet. Momentan ist es so, dass jede Genehmigungsbehörde oder jedes Bundesland das bei sich selber organisiert hat. Beim UVP gibt es ein UVP-Portal, wo wir deutschlandweit alles an einer Plattform veröffentlichen. Warum gibt es sowas nicht auch deutschlandweit für unser Genehmigungsverfahren? Beziehungsweise warum nicht kombiniert mit dem UVP? Dann wäre das eine Plattform und einfacher zu handeln. Das bindet bei uns nämlich auch sehr viel Personal, dass wir mit sehr vielen Parallelvorgängen beschäftigt sind. Wie kriegen wir was zum Laufen? Was ich vorhin vergessen habe, ist, ein Genehmigungsverfahren beginnt zwar offiziell erst mit der Antragstellung, aber die meiste Zeit stecken wir rein in den Zeiten davor, in den Besprechungen. Auch mit den Umweltverbänden, die da schon mit im Boot sitzen, nicht nur beim Scoping-Termin, sondern eben schon, welche Erfahrungen haben sie, welche Erkenntnisse haben sie, gerade aus dem Naturschutz? Also, welche Tiere, welche Pflanzen gibt es denn da? Weil dieser Informationscocktail, der ist wichtig für uns Behörden und eben auch wichtig für den Vorhabensträger, weil er sich dann auf viele Sachen einstellen kann. Und zu guter Letzt das Thema Projektmanager. Das wird auch bei uns immer sehr viel besprochen, wurde vor vielen Jahren auch als Allheilmittel so ein bisschen konzipiert. Könnte ja die Behörden entlasten. Erfahrung ist nein, weil die Behörde steht dafür auch gewissermaßen gerade. Wir müssen das kontrollieren. Ein sehr hoher Kommunikationsaufwand. Und auch die Industrie hat oftmals gesagt, naja, wir reden dann so zwischen Tür und Angel. Und auch dort bei den Projektmanagern zu guter Letzt der Personalmangel. Also sie können es auch teilweise nicht mehr leisten. Das jetzt in aller Kürze mal so ein paar Punkte.
Ein Hinweis noch, Niedersachsen hatte vor ein paar Jahren eine Bundesratsinitiative gestartet, und zwar zur Optimierung des Genehmigungsablaufes. Zum Beispiel ist es immer noch so, dass wir bekannt geben müssen, wann der Erörterungstermin stattfindet, noch bevor die Auslegung der Antragsunterlagen erfolgt. Das heißt also, ohne zu wissen, wie viel Einwendung überhaupt kommt, müssen wir schon einen Raum gebucht haben, sagen, wo welche Technik ist. Wir müssen alles organisieren. Da hatten wir angeregt, dass wir das erst machen, wenn die Beteiligung der Öffentlichkeit vollzogen wurde. Damit wir dann wissen, haben wir 20 Einwender, die wir einladen, oder haben wir 1.000? Und was wir auch gesagt haben, ist, in Bezug auf die Erfahrung, die wir gesammelt haben bei diesen Umspannwerken, zum Beispiel jedermann einwenden. Das steht im BIMSG drin, ist in den EU-Richtlinien eigentlich so nicht vorgegeben. Ist das so zielführend? Also die betroffene Öffentlichkeit, Umweltverbände, diejenigen Bürger großzügig, die wirklich von diesem Vorhaben durch Lärm, durch Luftverunreinigung, wie auch immer, oder Schattenwurf bei Windkraftanlagen irgendwie betroffen sein können. Aber wie gesagt, nochmal so das Beispiel, Niedersachsen Vorhaben punktuell Einwände aus Bayern. Das so meine vielen Punkte. Also ich könnte da stundenlang drüber reden, aber das gucken wir alle wahrscheinlich. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für Ihre Ausführungen. Jetzt, meine Damen und Herren, besteht die Gelegenheit für Sie, sich in die Diskussion einzubringen, Ihre Fragen zu stellen, direkt und auch per Chat. Und ich kann Ihnen sagen, es sind schon zahlreiche Fragen im Chat eingegangen, während Sie Ihre Ausführungen gemacht haben, liebe Diskussionsteilnehmer. Und ich würde jetzt direkt mal starten wollen mit den ersten Fragen aus dem Chat, Frau von Zittlitz, wenn das auch in Ihrem Sinne ist. Wollen Sie das übernehmen oder ich kann das auch machen? Ich habe Sie gerade schon eine erste Frage an die Frau Polocek. Dann nehmen Sie gleich die erste Frage an, Frau Polocek. Es gibt eine Frage an Sie, Frau Polocek, dahingehend, wie sehen Sie die Faktenlage, dass auch zum Beispiel Windkraftanlagen mit chemischen Grundstoffen produziert werden müssen und wir diese wegen Lieferkettenabhängigkeiten auch in Deutschland und Europa produzieren sollten? Ja, dazu würde ich zunächst mal sagen, natürlich ist es so, dass Windkraftanlagen auch angewiesen sind und auch Produkte, die wir unbedingt brauchen, aus Zulieferungen aus der chemischen Industrie. Und das hakt gerade, ich weiß nicht, ob die Antwort darauf Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung ist. Vielleicht müssen wir einfach strukturell schauen, wie wir eine ökologische Industriepolitik in Deutschland ausgestalten können. Und da Ansätze finden und auch Ansätze finden, wie wir jetzt wirklich zukunftsfähige Arbeitsplätze aufbauen können, auch in der chemischen Industrie. Und ich glaube, das ist eher die Frage, und da sind wir sehr offen auch für Diskussionen. Ich glaube nicht, dass Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung im Sinne von Öffentlichkeitsbeteiligung, Einschränken etc. da die Lösung ist. Herr Mansouri, es gibt eine Frage an Sie direkt. Wie viele Kraftwerke wurden inzwischen umgestellt? Kommt eine Frage aus dem Chat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich mache in der Bundestagsfraktion öffentliches Wirtschaftsrecht. Ich bin nicht Teil des Klima- und Energieausschusses. Insoweit kann ich Ihnen gerne eine Antwort besorgen, aber ich kann sie Ihnen selbst nicht beantworten. Ich kümmere mich eher aus der Vogelsperspektive tatsächlich darum, dass diese Verfahren schneller werden. Vielen Dank. Dann gibt es noch eine weitere Frage oder ein Statement. Vielleicht möchte dazu einer antworten, wie soll eine Windkraftanlage ohne Gefahrstoffe produziert werden? Völlig unmöglich, denn Gefahrstoffe haben Eigenschaften, die nicht substituiert werden können, denn die Substitute haben dann die benötigte Eigenschaft nicht mehr. Ist ein Gefahrstoff aus dem EU-Ausland kein Gefahrstoff mehr? Ist ein emittiertes CO2-Molekül im EU-Ausland nicht auch für unser Klima relevant? Wer möchte aus dem Teilnehmerkreis der Diskussion antworten? Ja, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz was dazu sagen. Gerne. Das ist ja auch eine unserer Forderungen, die wir gerade auch beim Green Deal haben. Wir unterstützen den Green Deal, aber wir sind halt der Meinung, dass wir an den Grenzen sicherstellen müssen, dass die Regeln, die in Europa gelten, halt auch für alle Beteiligten gelten, die nach Europa importieren, auch wenn sie im Ausland produzieren. Ne? Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Regeln, die wir hier erarbeiten, und wir sehen uns ja als Vorreiter auf der Welt, dass wir die exportieren können. Wenn wir das nicht schaffen, dann setzen wir uns einfach so weit zurück
hier in Europa, sodass wir wahrscheinlich dann nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und dann können wir gar nichts durchsetzen. Ja. An der Stelle würde ich dann doch ganz gerne noch kurz ergänzen. Also es geht natürlich um, wie gehen wir um mit gefährlichen Stoffen. Und gerade heute, wo die Kommission noch mehr Arbeitsprogramm vorstellt und da auch die REACH-Verordnung noch mal verschoben werden sollen, braucht es natürlich eher eine striktere Regulierung, die wir zukünftig machen müssen. Was nicht heißt, dass bestimmte Teile, dass es da nicht einen Umgang mit geben muss, die wir unbedingt brauchen. Aber es ist ja auch eher umgekehrt der Fall, dass in Deutschland immer noch Dinge produziert werden, beispielsweise gefährliche Bestandteile von Pestiziden, die dann, die nach EU-Recht gar nicht zugelassen sind, aber dann ins Ausland exportiert werden. Und auch hier braucht es eigentlich eine Regelung. Da hat der Landwirtschaftsminister ja auch schon was vorgeschlagen. Und auch hier braucht es eigentlich eine Lösung und eine striktere Handhabung, damit Gefährdungen von Mensch und Umwelt ausgeschlossen sind. Vielen Dank für die ergänzenden Ausführungen. Herr Mayer, ich gucke jetzt mal direkt in Ihre Richtung, weil die nächste Frage im Chat, die geht doch sehr in Ihre Richtung. Ich sehe eine Entwicklung, dass die Mitarbeiter der Genehmigungs- und Fachbehörden sich immer weniger trauen, auf das eigene Fachwissen zu verlassen und stattdessen mehr Fachgutachten zu fordern. Das kostet uns nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Ja, kann ich was zu sagen? Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Mitarbeiter in den Genehmigungsbehörden schlechter geworden sind oder dass sie das nicht mehr wollen. Es ist so, dass in den, ich sag mal, vor 10, 20 Jahren war es so, dass BIMSCG oder Genehmigungsverfahrensänderungen rechtlich alle 3 Jahre, alle 4 Jahre kamen. Vor diesem Angriffskrieg waren es irgendwie 2 Änderungen pro Jahr. Jetzt haben wir irgendwie gefühlt jede Änderung monatlich so ungefähr. Das Genehmigungsrecht ist sehr komplex, weil sehr viele Gesetze, Verordnungen davon betroffen sind. Und jeder Fehler kann für den Betreiber dahingehend, sage ich jetzt mal, tödlich sein, weil er dann die Genehmigung nicht nutzen kann, weil sie angegriffen wird und vielleicht auch zu Recht. Und diese Fehler will man eben auch nicht machen. Was ich auch gesagt hatte, Richtung an Gesetzgeber, einfache, klare Formulierung in den Gesetzen, sodass man nicht immer gleich als ein Ingenieur, wie ich es bin, 2 Juristen an der Seite brauche, um das zu verstehen, wäre ganz gut und wäre auch förderlich. Aber in den letzten 10 Jahren wurde es eigentlich immer schlimmer. Wir bräuchten mehr Rechtsgutachten, wie was umgesetzt werden könnte. Nicht so die technischen Gutachten. Damit können wir in der Fachbehörde eigentlich sehr gut umgehen mit den technischen Fragen. Mehr Personal. Ja, wäre schön, aber unendlich viel Personal würde es nicht auf 0 reduzieren, die Dauer der Genehmigungsverfahren, um das jetzt mal technisch darzustellen. Also es hat auch Grenzen. Digitalisierung hat auch seine Grenzen, hat aber auch die Vorteile. Wir brauchen die Digitalisierung. Und so aus dem öffentlichen Dienst heraus, wir reden seit über 10 Jahren darüber. Und ich würde es mal so sagen, wir haben jetzt Netzwerkdrucker. Wir müssen das noch digitaler hinbekommen. Wir müssen das Internet nutzen, auch mit den Schwierigkeiten, mit den Grenzen, mit den Befürchtungen. Aber da ist es eben unsere Hausaufgabe, das zu machen. Eine Frage war vorher schon, wie viele Kraftwerke wurden umgestellt? Umgestellt selber noch gar nicht wirklich, weil viele Kraftwerke oder viele Verbrennungsanlagen, nenne ich es einfach mal so, weil das sind ja nicht nur Großkraftwerke, sondern eben jede Produktionsanlage hat ja auch eine Heizung hat irgendwas und viele Gedanken waren vorher schon da. Die wurden leider über den Haufen geworfen, teilweise durch den Gasmangel oder speziell durch den Angriffskrieg, insbesondere weil auch Lieferketten zusammengebrochen sind. Es gibt Abgasreinigungssysteme nicht mehr, die lieferbar sind. Die Verbrennungssachen können nicht mehr installiert werden, so wie es eigentlich geplant war, vor 2 Jahren, wo wir schon mit den Industrien gesprochen haben. Das wird teilweise dadurch auch zurückgestellt. Momentan aktuell, und das forcieren wir auch hier, dass wir sagen, denkt vielleicht mittelfristig. Also diesen Winter noch was hinzubekommen, ist schlichtweg kaum noch machbar. Da sind wir zu spät, aber mittelfristig, nächsten Winter. Wasserstoff ist ein großes Thema. LNG ist eine Übergangslösung. Ich denke, da ist Frau Polacek auch einer Meinung. Das ist auch fossil, aber bis nächsten Winter werden wir Wasserstoff nicht überall reinbekommen. Aber langfristig, da laufen viele Intentionen, gerade in der chemischen Industrie,
wie kriegt man Wasserstoff damit rein, damit man auch dekarbonisieren kann. Nur von heute auf morgen wird es nicht gehen. Wir brauchen Genehmigungsverfahren, das ist klar. Wir haben sehr viele Gespräche. Wie gesagt, jede Anlage hat eigentlich eine andere Lösungsmöglichkeit technisch und dann eben auch eine andere Lösungsvariante rechtlich. Und das ist das Know-how, was die Behörden eigentlich auch haben. Nur diese Vielfalt, auch im Genehmigungsverfahren, die macht uns teilweise zu schaffen. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Mayer. Direkt mal eine anschließende Frage an Sie, weil Sie jetzt gerade schon sozusagen ausgeführt haben. Gibt es aus Ihrer Sicht gewisse Statistiken, aus der sich die Länge, Dauer der Verfahren ergibt, aufgeschlüsselt nach Anlagennummern, nach vierter BIM-SchV, auch Zahlen dazu, wie viel Verfahren an Erörterungstermin durchgeführt wurde? Können Sie dazu eine Angabe machen oder sind Ihnen da Informationen, nähere Informationen bekannt? Und dann gibt es gleich eine Folgefrage, die geht aber dann an die Frau Polocek zu einem aktuellen Vorschlag, der heute platziert worden ist. Also ganz aktuelle Zahlen zu Verfahren, ob mit oder ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, das ist ja die erste Entscheidung. So detailliert, da müsste ich erstmal nachblättern im System, aber es ist in den vergangenen Jahren nach der AED und auch nach der CWSO-3-Umsetzung und auch UVP-Richtlinie mehr Verfahren geworden mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Es sind auch mehr Erörterungstermine. Und eine Überschrift hatte ich vorhin gelesen, Erörterungstermine oder Öffentlichkeitsbeteiligung, Fluch und Segen habe ich gelesen. Also meine Mitarbeiter und ich, die ja auch mal die Moderation bei Erörterungsterminen hatten, ich würde das unterschreiben, weil ich kann für mich sprechen. Es sind manchmal sehr, sehr schöne, gute Erörterungstermine da, wo man sehr sachlich produktiv arbeitet. Führt aber nicht immer hundertprozentig zur Befriedigung, muss man dazu sagen. Aber es gibt eben auch Erörterungstermine, die nennen wir Tomaten- und Eiertermine, wo wirklich Gruppen von Menschen kommen, die einfach nur, ich sage es mal wirklich, wir sind dagegen. Und mit solchen Argumenten, wir sind dagegen, da kann man schlecht umgehen, sage ich jetzt mal. Und in so einem Termin ist es dann eben schwierig, den auch durchzuführen. Ich glaube, das kann auch Frau Polacek ein bisschen bestätigen, diese Erfahrung, sage ich jetzt mal so. Wir halten es eigentlich für sinnvoll, Erörterungstermine jetzt nach diesem Plansicherstellungsgesetz, gerade unter Corona, dass wir als Genehmigungsbehörde vielleicht mehrere Varianten, Möglichkeiten haben, wie das für das aktuelle Genehmigungsverfahren eigentlich das Beste wäre, sodass wir auch natürlich Zeitgewinn haben, aber eben auch jedem zu Wort kommen lassen. Und die Art und Weise, ob er nun uns das ins Gesicht sagt oder ob er uns das schreibt, ist aus meiner Sicht inhaltlich egal. Ja, vielen Dank, Herr Mayer, für Ihre Ausführungen. Dann direkt an die Frau Polocek gerichtet. Es gab einen Vorschlag, der ja heute vorgestellt worden ist, eine Art Bürgerbericht, auch im Kontext Öffentlichkeitsbeteiligung, Thema Schutz auch von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Da kam die Frage aus dem Chat, wie Ihre Meinung dazu ist oder was Sie zu diesem Vorschlag sagen. Ja, ich will noch mal kurz was zu Herrn Mayer sagen. Ich glaube, dass bei der ganzen Digitalisierung von solchen Verfahren unbedingt die Niedrigschwelligkeit gegeben sein muss. Also wir dürfen keine neuen Hürden dadurch aufbauen. Und das muss einfach berücksichtigt werden und da müssen gute Lösungen gefunden werden. Niedrigschwelligkeit ist ja dann auch schon das Thema der BürgerInnenberichte, obwohl wir da wirklich sehen müssen, was ist denn da in diesen BürgerInnenberichten enthalten. Also es darf nicht dazu führen, dass Informationen weiter zurückgehalten werden. Und ich glaube, da darf es auch keinen paternalistischen Umgang mit Öffentlichkeit, mit beteiligten Umweltverbänden. Also Umweltverbänden müssen natürlich die Möglichkeit gegeben werden und auch der beteiligten Öffentlichkeit, die Aspekte, die zur Beurteilung der eigenen Betroffenheit, umweltrelevanter Auswirkungen notwendig sind, heranzuziehen. Das muss gegeben sein. Und das muss auch und wenn das niedrigschwellig zur Verfügung gestellt werden kann, umso besser. Aber es darf eben nicht dazu führen, dass Informationen zurückgehalten werden. Aus der Praxis wissen wir, also das von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist ja gesetzlich relativ gut abgesichert im Moment. Und tatsächlich wissen wir aus der
Praxis, dass es eher weit ausgelegt wird und dass man da eher nochmal gucken könnte bei einem Scoping-Termin etc. Zur Not auch eine Schlichtungsstelle angerufen werden kann. Was betrifft das denn, um sicherzustellen, dass die notwendigen Informationen wirklich da sind? Und ich würde gerne noch kurz was sagen, auch noch zum Artenschutz, weil wir vorhin das etwas kurz gekommen ist und ich dazu noch nichts gesagt habe, dass tatsächlich ja, genau, wo kann es da Schwierigkeiten geben, wie kann man da auch zu einer Verbesserung führen, mit der Klammer vorab, dass der Artenschutz nicht das große Problem ist, was tatsächlich in Genehmigungsverfahren dem Maße im Weg steht. Auch bei der Windkraft sehen wir das ja, da sind es irgendwie, waren es mangelnde politische Entscheidungen in der Vergangenheit, die das gebremst haben. Aber wenn wir etwas verbessern wollen im Artenschutz, dann ist es die Datengrundlage. Und das kann ja mehr sicherlich auch bestätigen. Denn was wir brauchen, sind ja nachvollziehbare, rechtssichere Entscheidungen in Genehmigungsverfahren. Und die brauchen einfach eine gute Datengrundlage. Und gerade bei Naturschutzfragen fehlen die häufig, sind nicht zugänglich, sind nicht vorhanden. Und da braucht es eben, muss man wirklich sehen, dass das Datenerhebung eine staatliche Aufgabe ist, da Forschung gestärkt werden muss, aber auch vorhandene Daten genutzt und zusammengeführt werden müssen, damit es nicht zu einer Doppelerhebung kommt und auch die Qualität der Daten erhöht werden muss. Das heißt auch einen bundeseinheitlichen Standard, da haben wir auch Vorschläge gemacht, wie da eine Qualitätserhöhung stattfinden kann, damit eben vor Ort rechtssicher damit gearbeitet werden kann und eben auch möglichst früh das in den Prozess einbezogen werden kann, damit solche Verfahren schneller gelingen, ohne Abstriche beim Artenschutz zu machen. Ja, vielen Dank. Jetzt an Dr. Frank vielleicht noch gerichtet eine Frage, die im Chat gestellt worden ist, ob sozusagen der Eindruck aus Ihrer Sicht stimmt, dass Unternehmen so ein bisschen die Umweltstandards nicht mehr so ernst nehmen bei gewissen Vorhaben oder nicht mehr so ernst nehmen wollen. Ich formuliere die Frage mal etwas um, etwas provokativer vielleicht etwas. Und vielleicht können Sie auch noch Ausführungen machen zum Thema Bürgerbericht aus Ihrer Sicht. Ja, Ergänzung. Das muss ich natürlich zurückweisen. Wir nehmen den Umweltschutz extrem ernst. Und man muss auch sagen, wir haben hier in Deutschland ein sehr gutes Umweltrecht. Und das auch dazu geführt hat, dass sich ständige Verbesserungen abgezeichnet haben. Das kann man auch in den Daten nachlesen. Emissionen sind zurückgegangen. Das ist sehr eindeutig. Die Frage ist natürlich immer, wohin wollen wir? Man muss alles minimieren, aber alles, was wir tun, hat irgendeine Auswirkung auf die Umwelt. Nichts, was wir tun, hat keine. Deswegen können wir eigentlich nur von der Minimierung unserer Bemühungen reden. Es sei denn, man schafft uns ganz ab. Wenn das natürlich eine gesellschaftliche Forderung ist, dann kann man darüber diskutieren und dann muss man aber auch als Gesellschaft dahinterstehen. Und ansonsten müssen wir natürlich hier zusammenarbeiten und das bin ich bei Herrn Mansouri. Wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Und das gilt dann auch wieder für den Bürgerbericht. Ich denke, es ist eine gute Idee, mal darüber zu diskutieren, wie sowas aussehen könnte, welche Informationen wir wirklich brauchen. Ich denke, wir wollen keine Informationen zurückhalten, sondern wir wollen sie in einer Weise zur Verfügung stellen, dass sie auch verständlich sind und auch genutzt werden können, um genau das, was ja gewollt ist, zu beurteilen, wie die Umweltauswirkungen eines Vorhabens auf die Betroffenen sind. Und da sind wir offen, dass, wie sowas aussieht. Wir denken nur nicht, dass eben die vollständige Veröffentlichung aller unserer Antragsunterlagen der richtige Weg ist. Und wie gesagt, wir sind offen für jede Diskussion. Und wenn wir eine gute Lösung finden, dann sind wir diejenigen, die darüber sehr froh sein werden. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Frank. Komme ich zur Abschlussfrage. Wie gesagt, Wortmeldungen sind jetzt nicht eingegangen, dafür aber zahlreiche Chatfragen, wo wir einen Großteil zumindest versucht haben zu beantworten aus dem Chat. Dafür ganz herzlichen Dank. Frau Polocek, abschließende Frage. Aus Ihrer Sicht, wie lassen sich Schwierigkeiten bei Genehmigungsverfahren im Hinblick auf Öffentlichkeitsbeteiligung, Arten-Naturschutz lösen? Und ich bitte aufgrund der fortgeschrittenen Zeit um eine relativ kurze, schlanke Antwort, da die Kollegen auch noch das Wort haben sollen.
Ja, ich glaube, ich kann es kurz mal, genau die Frage habe ich ja gerade schon beantwortet mit der Datengrundlage und den Punkten, die dazu führen, dass das erheblich verbessert werden kann. Also das ist die Maßnahme, wie wir da zu besseren Verfahren kommen. Und dann vielleicht nochmal zum Schluss auch gesagt, ich glaube, es braucht eine Priorisierung, wie schon anfänglich gesagt. Es ist keine, es kann keine Maßnahme sein, Öffentlichkeitsbeteiligung, Umweltverträglichkeitsprüfung etc., Fristen, all das, das zu verkürzen, zu schröpfen, weil, und man schneidet sich da einfach ins eigene Fleisch. Eine möglichst frühe Beteiligung führt auch dafür, dass ein Verfahren rechtssicher vernünftig durchgeführt werden kann. Deshalb auch, deshalb ist es so wichtig und sollte auch für die Industrie wichtig sein. Ja, das vielleicht zum Abschluss. Vielen Dank. Herr Dr. Frank, Ihre Ansicht. Ja, also wie gesagt, was ich vorher schon zum Eingang gesagt habe, wir müssen auf allen Ebenen, auf ganz viel Zug, auf nationaler Ebene und auch in Europa schauen, dass wir ja eine Verbesserung hinbekommen, und wir müssen da in Dialog treten mit allen Beteiligten, um genau herauszufinden, was wir wo machen können und was die besten Lösungen sind und in welcher Reihenfolge wir das auch tun wollen. Und wir sind von der Industrie aus offen, darüber zu diskutieren mit jedem, der das gerne möchte. Vielen Dank, Herr Dr. Frank. Herr Mansouri. Selben Frage. Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, Art- und Naturschutz. Konfliktpotenzial lösen. Wir haben ja heute schon viel über das Thema gesprochen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir das Gespräch noch vertiefen können bei Gelegenheit, weil mir so ein bisschen das Gefühl Sorge hat, dass ja hier auch im Chat vorherrscht, dass so langsam vorangehen würde. Ich glaube, wenn ich jetzt mal dieses Thema überragendes öffentliches Interesse und öffentliche Sicherheit nehme, für das Genehmigungsverfahren, das ist schon eine echte Revolution im Genehmigungsrecht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was der Bundesjustizminister für den Eilrechtsschutz plant, da ist ja im Grunde die Idee, dass dieses überragende öffentliche Interesse auch bei der Frage berücksichtigt wird im Eilrechtsschutz, ob erstmal gebaut wird oder ob man die Hauptsacheentscheidung abwartet. Also das sind schon sehr, sehr weitreichende Schritte, die der Gesetzgeber da geht. Die sind alle nicht unumstritten. Frau Polocek hat ja aus ihrer Sicht auch andere Argumente genannt. Aber das ist schon ein hohes Reformtempo, das hier an den Tag gelegt wird. Ich halte das auch für notwendig, weil wir nicht nur im internationalen Vergleich, sondern mit Blick auf die Klimaziele einfach an Tempo gewinnen müssen. Nicht nur beim Ausbau der erneuerbaren Energien und des Schienenverkehrs, sondern insbesondere auch bei der technologischen Modernisierung. Und da werden wir ganz schnell auch beim Thema Anlagenzulassungsrecht sein. Das Thema, das Sie natürlich maßgeblich umtreibt. Vielen Dank, Herr Mansouri. Ihr Schlusswort, Herr Mayer. Ja, also wir als Gewerbeaufsichtsamt sind da so im Spannungsfeld Wirtschaft und Umwelt, sage ich jetzt mal so, eigentlich der neutrale Partner. Aber wir sind eben auch sehr darauf angewiesen, was der Gesetzgeber vorgibt. Und das, was Herr Mansouri gerade zum Abschluss gesagt hat, das, was jetzt dieses Jahr gekommen ist, sehen wir eigentlich grundsätzlich sehr positiv. Natürlich kann man sich über einzelne Punkte streiten. Es wäre wünschenswert noch, wenn eben weniger unbestimmte Rechtsbegriffe drin wären. Also einfache Formulierungen. Ich weiß, ein Justizminister, der will das immer sehr komplex haben, dass man da viele Rückfragen hat, aber einfache Formulierungen, sodass wir wirklich auch die Gesetze schnell und sicher anwenden können. Weil wenn wir mit jedem Genehmigungsverfahren in ein Klageverfahren gehen müssen, dann bringt das nicht so viel. Ich will noch ganz kurz darauf eingehen, was Frau Polacek gesagt hat zum Thema Artenschutz. Diese Liste, ja, die wäre sehr sinnvoll. Im Vorfeld zu Genehmigungsverfahren, so dass man da reinschauen kann, eine belastbare Liste, sage ich jetzt mal, was, womit ist zu rechnen, was wäre da, so dass man im Genehmigungsverfahren vielleicht nicht überrascht wird. Der Bürgerbericht, das ist jetzt ein neuer Begriff hier, der aber eigentlich gar nicht neu ist. Wir haben auch in der Vergangenheit schon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse beim Antragsunterlagen nicht enthalten, aber die Diskussion darüber, was nun raus kann, was nicht raus kann, die schon sehr lange, die führen wir mehr mit der Wirtschaft. Aber darüber musste man sich verständigen. Und nochmal der Hinweis auf dieses elektronische Antragstellungsprogramm, da gibt es Kapitel. Und vielleicht kann man sich verständigen, dass bestimmte Kapitel per se drin sind und bestimmte Sachen nicht drin sind. Das, was ja auch für Umweltschutz wichtig ist, was geht aus der Anlage raus, was wirkt wo wie. Aber wo das in der Anlage steht, links, rechts,
dass diese Information muss nicht unbedingt plakativ sein. Also über solche Sachen, dass man sich da mal verständigt und dass man das auch vereinfacht. Auch das, ja, die Verfahrensabläufe, das Bürokratische, sage ich jetzt mal, im Verfahren, dass man die abbaut. Es wird das Verfahren nicht beschleunigen. Da gebe ich Frau Polacek auch wieder recht. Es geht eher darum, von der Vision des Antragstellers bis zur materiellen Umsetzung, sage ich mal so, diesen Zeitraum müssen wir betrachten. Und da ist die Durchführung des Genehmigungsverfahrens nur ein Baustein. Vielen Dank, Herr Mayer, für Ihre Schlussworte. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank an alle Rednerinnen und Redner, an alle Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer, an Sie natürlich als Teilnehmende. Vielen herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Chatnachrichten, wo Sie sich mit Ihren Fragestellungen eingebracht haben. Ich glaube, es ist eins hängen geblieben. Es gibt einiges zu tun. Wir sollten das gemeinsam angehen. Dafür stehen wir und sicherlich auch der VCI sehr, sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf den weiteren intensiven fachlichen Austausch auch zur Implementierung von Optimierung im Rahmen von Planungsgenehmigungsverfahren. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und alles Gute.